Autor, heute Walter Jentz zu dem Buch Fernsehen, Themen und Tabus. Gesprächspartner ist Günter Lösing. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Fernsehen also ist unser Thema heute und ich möchte ohne lange Vorrede gleich in dieses Thema hineinspringen. Mit einer Frage an den Autor, die der Titel des Buches nahelegt. Was sind denn, Herr Professor Jentz, die Tabus des Fernsehens? Herr Lösing, wenn einer Kenner des Stierkampfes ist, dann weiß er, in dem Augenblick, wo der Stier näher tritt, da geht der Torero in den Schatten der Barriere zurück, um etwas Atem zu holen. So tue auch ich es und beantworte Ihre Frage, mich absichernd, mit einem Zitat von Jürgen Habermas. Habermas hat gesagt, die praktisch folgenreichen Fragen sind der öffentlichen Diskussion weithin entzogen. Und diese Fragen beginnen bei der Grundlage des Systems, der privaten Form von Kapitalverwertung, und sie betreffen die Prioritäten im Etat. Sie reichen über folgenreichen Investitionen für Forschung und Planung, beispielsweise bis zum Eherecht. All diese Fragen stehen nicht zur Diskussion. Kurz von mir aus geantwortet. Tabu ist unsere gesellschaftliche Wirklichkeit, in der immer kleinere Gruppen immer mehr Macht ausüben, den Markt längst außer Kraft gesetzt haben. Tabu ist eine Welt, die in bestimmende und bestimmte Faktoren, die aus diesen bestimmenden und bestimmten Faktoren besteht. Tabu sind alle Zusammenhänge, die zum Beispiel dem Mann am Fließband die Welt, der sich gegenüber sieht, verständlicher machen können. Im Gegenteil, das Fernsehen fördert das isolierte Wahrnehmen. Da tauchen alle Gruppen auf, die Sportler oder die Homosexuellen oder die Frauen oder die Politiker. Aber dass hier Zusammenhänge bestehen, dass es ein Oben und Unten gibt, bestimmen und bestimmt werden, das wird nicht deutlich. Ich würde sagen, die Welt, so wie sie gemacht und geworden ist, unsere Klassengesellschaft, das klingt sehr radikal, aber das ist nur gedacht im Sinne des Ahlener Programms der CDU, unsere Klassengesellschaft, die ist tabu. Ein einziges Beispiel dafür, atemlos starrt der Betrachter am Bildschirm auf die großen Auseinandersetzungen im Bundestag. Und in Wahrheit ist das, was hier im Augenblick scheinbar entschieden wird, ja längst vorentschieden. Paragraph 23 der gemeinsamen Geschäftsordnung des Bundestags regelt das Zusammenspiel zwischen den Interessenverbänden und der Ministerialbürokratie. Das ist entschieden und das Parlament segnet nur noch ab. Das aber eben zeigt das Fernsehen nicht. Also Antwort, unsere gesellschaftliche Wirklichkeit ist tabu. Ich möchte da doch noch einmal nachfragen, Herr Professor Jentz. Ich glaube, ich verstehe es zum Teil, wenn Sie sagen, die Zusammenhänge unserer gesellschaftlichen Wirklichkeit werden nicht dargestellt. Ja. Könnten Sie das ein bisschen konkreter zu fassen versuchen? Ich stelle es mir sehr schwierig vor, Zusammenhänge in einem Fernsehprogramm darzustellen. Oh, natürlich ist das schwer. Es ist sehr viel leichter, nur das Sichtbare zu zeigen. Es wird sichtbar die Spitze des Eisbergs. Aber die 9/10, die darunter sind, die werden nicht verdeutlicht und da... Das habe ich in meinem Buch, von dem heute die Rede ist, zu zeigen versucht. Da müssen neue Möglichkeiten gefunden werden, um diese Zusammenhänge immer sichtbar zu machen. Dass zum Beispiel der Kommentator während einer Bundestagsdebatte einmal diesen Paragraph 23 der gemeinsamen Geschäftsordnung erklärt, dass er sagt, da gibt es die Ministerialbürokratie und da gibt es die mächtigen Interessenverbände und die haben dieses Gesetz so weit vorformuliert, dass die zum Teil recht unwissenden Abgeordneten auf den hinteren Bänken gar nichts weiter tun können, als mangels Sachkenntnis dieses Gesetz abzusegnen. Ich glaube, dass es eben die Aufgabe zum Beispiel der Kommentatoren im Fernsehen wäre, Herr Lösing, jenes Brechtsche, das ist in Brechts Drama Trommeln in der Nacht, formulierte, glotzt nicht so romantisch, ein wenig deutlicher zu beschwören und dem Zuschauer zu zeigen, also hier rollt eine große Show ab, aber die Spannung ist dahin,
Der Sieger steht im Vorhinein fest. Glotzt nicht so romantisch, ja. Herr Professor Jens. Zweifellos ein schöner Satz und ein bestrickender und bestechender Satz. Hm? Das zu ändern würde doch mit Sicherheit eine wesentlich größere Anstrengung von Seiten der Fernsehmacher auf der einen Seite voraussetzen und zugleich auch eine wesentlich größere Anstrengung von Seiten des Publikums, wobei zu fragen wäre, ob das Publikum diese Anstrengung zu vollziehen bereit ist. Also dagegen wehre ich mich immer, das Publikum von vornherein für träge, für lustlos, für lahm, für nur auf Show und Schlager besessen zu erklären. Ich glaube wirklich, dass das Publikum, zu dem ja Sie und ich gehören, dass das Publikum ein wenig intelligenter ist und keineswegs aus einer Summierung von Lieschen Meyer oder Paul Müller besteht, als man gemeinhin annimmt. Aber das Fernsehen drückt sich darum. Sehen Sie mal, wir beide sprechen jetzt über eine Fernsehsendung. Und ich nehme an, zu unserer Ehre, wir könnten auch eine Rundfunksendung jetzt analysieren. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, das Programm, das Medium, in dem wir arbeiten, kritisch zu analysieren, vor den Zuschauern, vor den Zuhörern. Das tut das Fernsehen nie. Ich habe wohl 100-mal den Vorschlag gemacht, es sollte doch statt dieses langweiligen zweiten Kommentars, meinetwegen um 22 Uhr, nicht zu spät, einmal ein Mann auftreten, gar nicht so häufig, 2-3 Mal in der Woche, und die Frage stellen, liebe Zuschauer, da sind wir nun seit 8 Uhr oder bald seit 7 Uhr versammelt, was haben wir nun eigentlich hier gesehen? Und was wir hier gesehen haben, ließe das sich nicht auch ganz anders denken? Gäbe es nicht Alternativmöglichkeiten? Das heißt, das Fernsehen müsste darauf sehen, im eigenen Interesse, seinen Sendungen den Schein des Naturwüchsigen, des so und nicht anders zu nehmen. Und es müsste darauf hinarbeiten, den Leuten zu zeigen, was sie hier sieht, ist nicht die Wirklichkeit, sondern es ist eine gemachte, ausgewählte Wirklichkeit, die mit dem, was draußen geschieht, überhaupt nichts zu tun hat. Es müsste zum Beispiel fragen, habt ihr nun gesehen zum 100. Mal, zwei Leute schütteln sich die Hände, man kann es ja nicht mehr sehen. Abschreiten der Ehrenparade, roter Teppich, Hände schütteln, lächeln. Was bedeutet das für die Millionen in diesem Land, dass sich hier zwei Leute umarmen? Welche Folgerungen hat das für dich, Mann am Fließband? Das müsste gezeigt werden, damit der Zuschauer wirklich durch das Fernsehen und durch den Hörfunk in die Lage versetzt wird, seine Welt, die Wissenschaftler sprechen von seiner Primärwelt, also seiner Arbeitswelt, der Welt seiner Familie, damit er diese Welt besser zu verstehen, zu begreifen lernt. Ich möchte jetzt gern gleich weitersprechen, Herr Professor Jens, auf die medienkritischen Sendungen des Fernsehens hinweisen, die ja langsam mehr werden. Aber ich muss an dieser Stelle eine kleine Zäsur machen und unsere Hörer ein bisschen informieren über das Buch und über Sie. Gut. Das Buch also von Walter Jens, Fernsehen, Themen und Tabus, erschienen im Piper Verlag München, versammelt, wie schon angeklungen ist, etwa 100 Rezensionen von Walter Jens, die erschienen sind in der Wochenzeitung Die Zeit unter dem Pseudonym Momos. Das Momos ist der altgriechische Gott des Tadels. Das nur kurz dazu. Der Autor, Professor Walter Jens, ist Professor für klassische Philologie und allgemeine Rhetorik in Tübingen. Einmal. Er ist zweitens Schriftsteller, drittens selbst Funk- und Fernsehautor und eben Fernsehkritiker. Und diese Gelegenheit scheint mir eben sehr günstig zu sein, den Fernsehkritiker mit denen zu konfrontieren, denen gegenüberzustellen, die er vertritt, für die er spricht, nämlich das Publikum. Ich würde also für diese Sendung zwei Fragenkreise vorschlagen. Einmal, den ersten haben wir schon angesprochen, die Fragen an Professor Jens, ist das Fernsehen seiner Meinung nach so, wie es sein sollte? Es ist es nicht, es klang schon an. Wie sollte es sein? Wie sollte es besser, richtiger, anders sein? Dazu der zweite Fragenkreis, die Frage an Sie, meine Damen und Herren, ist das Publikum Ihrer Meinung nach so? Ist das Fernsehen Ihrer Meinung nach so, wie es sein sollte? Wie könnte es anders und besser sein? Ich bitte Sie also, sich an dieser Sendung zu beteiligen, mit Fragen an den Autor und mit Meinungsäußerungen zum Thema Fernsehen. Sie können das, die meisten von Ihnen wissen, das tun, indem Sie uns hier anrufen. Die direkte Nummer unseres Studios ist 60 26 26. Und wenn Sie nicht in Saarbrücken wohnen, dazu die Vorwahl 0681. Die Nummer noch einmal 0681, die Vorwahl von Saarbrücken, die Nummer unseres Studios 60 26 26. Ein möglicher zusätzlicher aktueller Anreiz für solche Anrufe und Meinungsäußerungen ist vielleicht die Änderung des Programmschemas des zweiten deutschen Fernsehens, die morgen in Kraft tritt und deren auffälligstes Merkmal die Vorvorlegung der Nachrichtensendung heute auf 19 Uhr ist. Darauf werden wir sicherlich auch noch zu sprechen kommen.
Aber zurück zu der Grundfrage an Sie, Herr Professor Jens. Sie haben gesagt, das Fernsehprogramm ist nicht so, wie es sein sollte. Es sollte anders sein. Sie haben allgemein zu beschreiben versucht, wie es anders sein sollte. Nehmen wir doch vielleicht am besten mal eine Sendung heraus, die nicht vereinzelt dasteht, sondern sich an jedem Tag durchzieht, nämlich die Tagesschau. Könnten wir zu zeigen versuchen, wie am Beispiel der Tagesschau das Fernsehen besser, anders, richtiger sein sollte? Ja, beginnen wir mal wieder bei unserer Sendung. Ich nehme an, jetzt rufen Hörer an. Das wird dann auf ein Band genommen und wird das ausgewählt jetzt? Und wie geht das zum Beispiel? Wenn es ausgewählt wird, dann höchstens nach akustischer Qualität. Gut. Sobald die Qualität einwandfrei ist, kommen die Anrufe rein. Aber das ist bekannt, nicht wahr? Das wissen die Hörer. Ja. Ich weiß aber nicht, wie ist eine Tagesschau gemacht? Also meine Frage war sozusagen keine Kritik am Sächsischen Rundfunk, sondern sie sollte zeigen, dass im Hörfunk sehr viel deutlicher die Machart gezeigt wird, dass der Zauber verfliegt, dass dem Hörer wirklich mitgeteilt wird, so und so geht das vor. Im Fernsehen dagegen, Tagesschau ertönt und nun kommen irgendwelche Meldungen aus aller Welt, die mit den realen Interessen von 99% der Zuschauer keinerlei Übereinstimmung haben. Also ich möchte doch meinen, dass das Interesse eines Arbeiters an dem Tode des Präsidenten von Haiti relativ gering ist, es sei denn, man müsste ihm deutlich machen, welche Übereinstimmungen hier zwischen ihm und dem Geschehen dort drüben bestehen. Das heißt, ich könnte mir eine Sendung, nun wird man gleich sagen, das hat ja heute vor, das morgige heute, also die Sendung des ZDF ab morgen, aber ich bin da noch ein bisschen skeptisch, könnte mir also eine Sendung denken, wo der Moderator sagt, also meine Damen und Herren, wir bekommen die wichtigsten Nachrichten ab 16 Uhr herein. Das weiß man zum Beispiel ja nicht, nicht wahr? Dass etwa nach 16 Uhr die ersten wichtigen Meldungen aus den USA hereinkommen. Und wir bekommen von dpa die und die Meldung. dpa wählt in folgender Weise aus, das kann man nicht immer machen, aber das kann man 2-3 Mal machen. Daraus wählen wir wieder bestimmte Meldungen aus. Wir wissen, wir uns ein bisschen umgetan haben, dass es bei den Agenturmeldungen zum Beispiel ganz außerordentliche Widersprüche gibt. Diese Widersprüche werden mehrfach gesiebt und in der Tagesschau weiter eingeebnet. Das heißt, der Zuschauer hat den Eindruck, also hier wird eine mir an sich undurchschaubare anonyme, hier werden mir undurchschaubare anonyme Vorgänge personalisiert ganz klar gemacht. Aber sie werden eben nicht klar. Und sagen die Fernsehmacher, ja, wenn wir die Widersprüche belassen würden, dann würden wir die Leute unsicher machen. Da frage ich mich, das ist doch nun wirklich eine Entmündigung. Sollten die Leute sich nicht über diese Widersprüche auch Gedanken machen? Das heißt, wie kommen Nachrichten herein? Was sind das für Nachrichten? Wie werden die ausgewählt? Unter welchen Aspekten? Wie werden sie mitgeteilt? All das weiß man ja nicht. Und das kann man im Laufe solcher Sendungen durchaus plausibel machen, glaube ich. Also die Art der Entstehung einer solchen Nachrichtensendung sollte, wie es mit dem Modewort heißt, transparent gemacht werden. Und die Auswahl der Nachrichten sollte eine andere sein. Ja, man kann nicht jeden Abend sagen, also wir haben 7000 Meldungen, davon wurde das ausgesucht. Das wäre selbstverständlich paradox. Aber das von Zeit zu Zeit immer mal in exemplarischen Sendungen sichtbar zu machen und auch zu zeigen, wessen Interesse dienen denn etwa diese Nachrichten, das wäre, glaube ich, wichtig. Sehen Sie mal, so wie die Tagesschau oder wie die Sendung heute aufgebaut wird, hat man den Eindruck, das sind unantastbare Gegebenheiten, daran kann man gar nichts machen. Diese Nachrichten sind poliert. Da wird selbst das Allerprovozierendste als ganz normal geschildert. Und nun die Erschießungen in Chile, abschließend das Wetter. Das ist nun einmal so, das müsst ihr so hinnehmen. Dass das gemacht ist, dass das zu bearbeiten ist, dass das veränderbar ist, diese Perspektive kommt in keinem Augenblick heraus. Die Frage, die mich jetzt in diesem Moment am meisten interessieren würde, ist das Publikum Ihrer Meinung? Und ich würde mich sehr freuen, wenn entsprechende Anrufe und Meinungsäußerungen kommen würden. Ich habe nämlich den Verdacht, dass im Zuge der Zeit, wie sie sich entwickelt hat, diese fertigen,
Vorgekaut ist vielleicht ein bisschen zu stark. Diese leicht konsumierbaren Auch-Nachrichten, eigentlich das sind, was das Publikum mehr haben möchte, als Widersprüche, als die Anstrengung, sich zwischen, sagen wir, 3, 4 verschiedenen Meldungen zu einem und demselben Thema entscheiden zu müssen und die gegeneinander abwägen zu müssen. Herr Lüsing, ich wehre mich auch gegen den Standpunkt, dieses will das Publikum. Man kann natürlich einem Publikum, das ja keine konforme Masse ist, nicht wahr, sondern das aus Angehörigen sehr verschiedener Klassen und Schichten besteht, man kann einem Publikum so lange Gift als Zucker verabreichen, dass es am Ende sagt, nicht wahr, wir wollen unseren Zucker weiterhaben. Dafür gibt es durchaus Beispiele. Aber ich glaube, das ist schon die Aufgabe gerade der großen Massenmedien, eben auch an ein Publikum zu appellieren, das, glaube ich, auf diese aufklärerischen Tendenzen sehr positiv antworten würde. Dafür gibt es ja eine ganze Reihe von Beispielen. Sehen Sie mal, immer dann, wenn im Fernsehen Pannen entstehen, wenn sozusagen diese lackierte Oberfläche aufgeraut wird, da merkt man plötzlich, hier geschieht ja etwas, hier ist etwas gemacht und hier ist nicht etwas naturwüchsig. Ich habe in meinem Buch Themen und Tabus eine Sendung beschrieben, das war eine Sportsendung des ZDF, da sollte ein Amateurakrobat eine Übung am Reck zeigen. Der Mann stürzte, fiel herunter, dann war er auch schon abgetan, das durfte nicht sein. Das heißt, das störte den Ablauf, dass er etwa nochmal oder auch zum dritten Mal versucht und dass man dann mit ihm sprach, hören Sie mal zu, wie machen Sie das eigentlich, nicht wahr, und was hat Sie denn gestört und wie ist das, wenn man hier so steht und was passiert da eigentlich und können Sie uns vielleicht erzählen, wie sind Sie überhaupt hierher gekommen? Das eben darf alles nicht sein. Man zeigt, ich würde sagen, in jeder Weise die Spitze des Eisbergs. Wie kommen eigentlich die Leute dahin? Wie ist das Ergebnis zu dem geworden, was jetzt hier gezeigt wird? Das heißt, sozusagen die ganzen 90 Minuten und nur das Resultat, im Sportjargon zu reden, das eben bleibt aus. Wir werden die Frage sicher wieder aufgreifen, Herr Professor Jens. Zwischendurch noch einmal der Hinweis an unsere Hörer, dass Sie uns anrufen können und sich an dieser Sendung beteiligen, indem Sie die Nummer 60 26 26 in Saarbrücken anrufen. Die Vorwahl von Saarbrücken ist 0681 und da ist der erste Anruf. Ich möchte Sie fragen in Bezug auf die letzte Woche, in dem mir 3 Fälle aufgefallen sind, die ich also zu bemängeln hätte. Erstens, was hat die Nachricht, dass Rot-Weiß Essen seinen Trainer entlassen hat, in der Tagesschau zu suchen? Zweitens, was veranlasst das Fernsehen, solche alten Filme wie zum Beispiel gestern, Wiener Mädeln, in die Hauptsendezeit reinzunehmen, während relevantere Themen, zum Beispiel über die gesellschaftliche Situation der Frau, der Familie oder Bildungsprobleme, dann um 22 Uhr oder um 23 Uhr gesendet werden. Und als drittes dann noch, was veranlasst den Tagesschausprecher, von Widerstandsnestern zu sprechen im Falle Chile, die noch ausgeräumt werden von der Militärjunta, wenn unsere Regierung den Putsch als illegal bezeichnet. Also, darf ich darauf antworten? Ja, bitte. Zunächst glaube ich, dass eine Meldung Rot-Weiß Essen entlässt seinen Trainer durch einen ganz kurzen Kommentar außerordentlich bedeutsam sein kann. Denn hier ließe sich zeigen, wie dieses frisch, fromm, fröhlich, frei Spiel, was es scheinbar ist, dies eben nur scheinbar ist, sondern in Wahrheit, nun, man kann sagen, man weiß das, aber das wäre eben ein bisschen genauer auch zu behandeln, in Wahrheit ein Spiel, in Anführungsstrichen, was nackten Profitinteressen folgt. Hier hat offenbar ein Mann nicht in der richtigen Weise dem Leistungsprinzip seinen Tribut gezollt. Der Schüler Rot-Weiß Essen droht, das Klassenziel nicht zu erreichen. Also muss ein neuer Nachhilfelehrer hin, einer, der möglicherweise mehr Honorar bekommt. Auf jeden Fall, das Spiel ist ein gnadenloser Wettkampf. Im Mittelpunkt stehen
wahre Profitinteressen, diese wären zu zeigen. So ist, wie sie kommt, ist die Nachricht selbstverständlich absurd. Darf ich da einhaken, ja. Herr Professor Jens? Wäre das nicht zu viel? Wäre das nicht etwas, was dem Zuhörer selbst überlassen bleiben müsste, sich die entsprechenden Gedanken zu machen? Ja. Wenn ich mich ganz naiv stelle, oder vielleicht bin ich so naiv, ich weiß es nicht genau, es ist ein Stück Information, dass ein Fußballverein in der Bundesliga seinen Trainer entlässt und dass an dessen Stelle ein neuer tritt. Das Interesse am Fußball, an der Fußball-Bundesliga ist sehr groß. Warum denn nicht eine solche kurze Nachricht, die sicherlich gegen Ende der Tagesschau aufgetaucht ist, in der Tagesschau enthalten sein lassen? Ich würde diese Meldung ja auch bringen und ich würde nicht, also jetzt einen endlosen Kommentar höchst belehrender Art mit möglichst viel Fremdworten dranhängen. Ich würde entweder sagen, dazu ein kurzer Kommentar, was ja auch schon gekommen ist. Sie erinnern sich an einen berühmten Kommentar von Gütsch, nicht wahr, über Vorgänge in der Fußball-Bundesliga, also ein Kommentar, der das ein wenig erläutert, was den Hintergrund betrifft in der zweiten Tagesschau, oder aber doch eine knappe Illustration, die verdeutlicht, was eben ein Abstieg in die zweite Liga, wir haben ja ab nächster Spielzeit die zweite Bundesliga, was das bedeutet, dann würde die Sache, die Meldung, glaube ich, doch wesentlich transparenter werden. Denn Sie sagen, da kann sich der Zuschauer ein Urteil selbst bilden. Das glaube ich eben nicht. Ich glaube eben nicht, dass der Zuschauer sich in jedem Fall, obwohl ich ihn für außerordentlich intelligent halte, ein Urteil selbst bilden kann, aufgrund jahrelanger Manipulation und Indoktrination. Er kann sich, glaube ich, nicht ein Urteil bilden, dass eben nicht zum Beispiel in einer von der freien Marktwirtschaft bestimmten Gesellschaft leben, sondern das, was die Spatzen von den Dächern pfeifen, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo mächtige Monopole längst den Markt außer Kraft gesetzt haben, wo sie die Preise diktieren. Das kann der Zuschauer noch nicht durchschauen, denn hier wird eben an das Zentraltabu gerüttelt. Und deshalb, glaube ich, bedürfte es hier einer Information. Natürlich wird man die Frage stellen, wenn die Gesellschaft so ist, werden solche Informationen geliefert? Das eben wäre die Frage. Da sehe ich einen Widerspruch in dem, was Sie eben gesagt haben. Ich möchte aber nicht einhaken, denn es stehen ja noch die letzten beiden Drittel der Frage aus. Ja, also die alten Filme. Generell kann natürlich ein alter Film aufklärerischer sein als, sagen wir, ein modisch zubereiteter Bericht über die gesellschaftliche Lage der Frau. Das ist ja eine ganz große Unsitte, die da eingerissen ist. Man gibt etwas als gesellschaftskritisch aus, was es gar nicht so ist. Also man schildert das Los der Arbeiter in der Fabrik. Es werden 6 Arbeiter befragt. Die werden sehr hübsch gefilmt, nicht wahr, mit ihren Neckermann oder Quelle Möbeln und auch auf dem Weg zur Arbeit, im Kleinwagen oder in der S-Bahn. Und da wird ein bisschen Atmosphäre im Betrieb gezaubert und all diese Stücke der Liebe zu Hause oder der Liebe in der Bahn oder der Liebe am Sonntag am Fußballplatz, die sind austauschbar und die könnten auch in einen Film über die geschiedene Frau oder in einen Film über die Homosexuellen hineinpassen. Also das, glaube ich, kommt drauf an. Generell würde ich, Einsatz noch dazu sagen, generell würde ich der Hörerin recht geben, die wichtigsten Sendungen kommen eben nicht im Hauptprogramm abends, die wichtigsten Sendungen, die wirklich zur Erkenntnis der Zusammenhänge, von denen ich anfangs sprach, verhelfen könnten, sondern kommen zu einer Zeit, in der, wie wir wissen, etwa zwischen 1% und 3% noch am Bildschirm sitzen. Und das finde ich eine Ungeheuerlichkeit. Man muss sich vorstellen, wann steht ein Arzt auf, der operiert? Wann steht der Kumpel auf? Wann steht eine Hausfrau auf? Die Schule beginnt 7.30 Uhr, das heißt also 5:45 Uhr, muss sie spätestens aufstehen. Sie ist einfach nicht in der Lage, einen Film wie Wintersoldaten, der ergreifendsten Form etwa das Treiben der Amerikaner in Vietnam geschildert hat, mit anzusehen. Sie ist nicht in der Lage, höchst informative Berichte, etwa die von Dagobert Lindlau, mit anzuschauen, die sich mit dem Bruch eines Zentraltabus, nämlich dem Tabu des Gehirns beschäftigen. Nicht wahr? Herz operieren, das ist ja nicht rühren ein Tabu, aber das Gehirn zu operieren. Also das glaube ich schon. Und die letzte Frage,
Was die darf ich ja noch mal dazwischen, entschuldigen Sie? Aber die ganz schlichte Frage ist doch die nach dem Maßstab solcher Wichtigkeit. Sie sagen, die Sendungen, die Sie eben genannt haben, etwa Wintersoldaten oder Sendungen über Bildungsprobleme, sind wichtige Sendungen, sind wichtiger als etwa ein Film Wiener Mädeln. Die Hörerin ist offensichtlich der gleichen Meinung. Aber wenn ein solcher Film da ist, wenn viele Unterhaltungsprogramme da sind, dann sind die doch nicht einfach so da, sondern sie sind deshalb da, weil das Bedürfnis danach da ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass jemand, der in dem Arbeitsprozess steckt, Tag für Tag, es ist ein altbekanntes Argument, eben nicht diese Sendung sehen will, die Sie und die Hörerin als wichtig bezeichnen, sondern das, was man generell Unterhaltung nennt. Ja, das würde ich in gar keiner Weise bestreiten. Und ich würde also niemals ein Programm machen, nicht wahr, was jetzt sozusagen ab 8 wird hier belehrt und ab 8 wird es gebildet und ab 8 kommt Cis-Moll, sondern man kann ja in Brechtscher Weise lehrend unterhalten, man kann unterhaltsam lehren, nicht wahr? Das, also das Unterhaltliche, wir werden da vielleicht im Laufe der Sendung drauf kommen, auf eine neue Qualitätsebene zu heben, das wäre etwas, was mir durchaus, also nur zu sehr aus dem Herzen gesprochen wäre. Also ich sage nicht hier puristisch etwa, nicht wahr? Hier so ein Puritaner, der sagt, raus mit allem, was hier freundlich und unterhaltsam ist, nicht wahr? Nur, sehen Sie, ich erfahre aus der Zeitung, wieso Schlagerwettbewerbe von der Industrie vorprogrammiert wird. Nicht? Also, dass es in Wahrheit ein Kampf der Schallplattenindustrien ist und welche Firmen hier Monopole haben. Gut, die Schlagersendung höre ich mir gerne an. Warum nicht, nicht wahr? Hier Peggy March und Katja Epstein. Aber eingestreut eine Information, Herr Lösing, die und die Firma hat den und den Prozentanteil am deutschen Schallplattenmarkt. Sie ist auch in dieser Sendung mit 70% vertreten. Das würde ich nur dazu sagen. Genauso Chile und dann ein Nebensatz, die Kupferpreise an den Börsen gewaltig gestiegen. Verstehen Sie, was ich meine? Ja, ich verstehe Sie sehr gut. Also nur darum geht es, damit er plötzlich merkt, da brauchst du ja nicht nur, da brauchst du nicht unbedingt die Frankfurter Rundschau zu lesen, denn dann weißt du, aha, hier geht es um die und die Wettkämpfe und hier hat die BASF folgendes Interesse daran. Nur das meine ich. Zu den Widerstandsnestern nur ein Wort, da stimme ich der Hörerin ganz und gar zu. Indem ich sage Widerstandsnester, begebe ich mich sprachlich auf die Ebene derjenigen, die die Demokratie in Chile vertrieben haben, argumentiere ich also aus der Sichtweise des Herrn Löwenthal heraus und erkläre die Absetzung der Demokratie für legitim. Das ist ein weites Feld, über das viel zu sagen wäre. Jede sprachliche Formel bei uns hier im Hörfunk und im Fernsehen beinhaltet bereits eine bestimmte Sicht der Welt. Wenn ich Arbeitnehmer und Arbeitgeber sage, tue ich so, als bestünde hier ein ganz und gar freundliches partnerschaftliches Verhältnis. Wenn ich sage, ein Streik droht, tue ich so, als ob ein Streik etwas Böses sei. Das heißt, die Worte sind sorgsam abzuklopfen und dieses Wort Widerstandsnester ist nur zu verräten. Und darauf hinzuweisen, auf die Bedeutung, die in einzelnen Wörtern in Nachrichtensendungen oder überhaupt in Fernsehprogrammen da sein könnte, wäre nach Ihrer Meinung auch eine Aufgabe des Fernsehens. Sehen Sie, da sind zwei Männer im Studio versammelt. Das ist alles nicht sehr ausgeführt belehren, sondern sagt, ein Streik droht, ein anderer sagt, wieso droht eigentlich der Streik? Streikrecht ist doch etwas ganz Normales, gehört doch zu unserer Demokratie. Also, ja. Nicht wahr? Herr Professor Jens, hören wir bitte die nächsten beiden Anrufe. Ich bitte darum. Da wollte ich jetzt sagen, dass ich zum Beispiel froh bin, dass jetzt das zweite deutsche Fernsehen die Nachrichten bereits um 7 verlegt. Der Grund, die Filme, die also bisher bis 8 gebracht werden, sind also für Jugendliche oder für Kinder von bis 10, 11, 12 Jahren, die also um 8 ins Bett gehen, gar nicht schön. Und Kinder einfach Verbote auszusprechen, Filme wie Okay, Sir oder diese ganzen Schießer, nicht gut. Ich lasse also lieber mein Kind um 7 Uhr bereits Nachrichten gucken, selbst wenn es dem Verstand eines 9- oder 10-jährigen Kindes noch nicht entspricht. Guten Morgen, Strauß, Hüttigweiler. Ich möchte mich ganz kurz äußern, und zwar, ich bin der Meinung, dass das Fernsehen in puncto Nachrichten relativ gut wegkommt. Aber der Rundfunk ist in seiner Nachrichtengebung ja parteiisch festgelegt. Ich möchte hier besonders die Europawelle angreifen, die manche Meldungen ja eine Woche durch fast wiederholt. Da reist zum Beispiel der Bundeskanzler nach Amerika. Das hört man 25 bis 50 Mal. Ja,
Zum letzten kann ich relativ wenig sagen. Darf ich vielleicht dazu kurz einen Satz sagen? Man wird sicherlich manchen Rundfunkanstalten in dieser oder jenen Sendung Parteilichkeit vorwerfen können. Aber ich kann mir nicht vorstellen, ich spreche jetzt nicht nur für die Europawelle, dass in den Nachrichtensendungen diese grobe Parteilichkeit vorhanden ist. Die Art der Manipulation, die in den einzelnen Wörtern liegt, wie eben aufgezeigt an dem Wort Widerstandsnest, natürlich, die ist fast natürlich und automatisch und lässt sich kaum vermeiden, selbst bei größter Anstrengung nicht. Aber eine Parteilichkeit in den Nachrichtensendungen, glaube ich, kann man doch entschieden verneinen. Auch in den Nachrichtensendungen etwa des ZDF muss man sagen, nicht wahr, wenn die Hörer, die jetzt uns hier mithören, etwa am vergangenen Mittwoch vor dem Löwenthalschen Magazin die Nachrichten gehört haben im ZDF, also heute, dann wurde da gesagt, nach den marxistischen Parteien wurde in Chile auch anderen Parteien die politische Betätigung bis auf Weiteres verboten, nicht wahr? Und dann kam der Ideologe von Ordnung, Ruhe und purer Gewalt, Gerd Löwenthal, und sagte eben, in Chile ist im Grunde genommen alles herrlich und die Leute haben Lebensmittel und zeitweilige Suspendierung der Demokratie ist schmerzlich. Nun, man weiß, zu welchen Kompromissen das konservative Bürgertum bereit ist, wenn es um die Einführung von auch nur einer bescheidenen Wirtschaftsdemokratie geht. Die Frage mit den Kindern halte ich für ganz wichtig. Ich stimme der Hörerin zu, dass Kinder Nachrichten sehen sollten. Nur glaube ich, dass sie, so wie die Sendungen gebracht werden, gerade die politischen Nachrichten, wir reden ja noch zu wenig von Unterhaltung, darauf kommen wir ja noch, nicht wahr? Dass sie wirklich für Kinder, auch für Zehnjährige, kaum verständlich sind. Ein Grund mehr, und das ist keine spaßhafte Überlegung, sondern eine sehr ernsthafte, zum Beispiel Nachrichtensendungen um 17 Uhr oder um 18 Uhr für Kinder oder Heranwachsende zu bringen, wo nun man die Geschehnisse in der Welt ganz unauffällig, pädagogisch vorgehend, ganz transparent machen könnte und wo man auch in einer Art von Experimentierfeld vielleicht von den Kindersendungen aus exemplarisch vorführen könnte, wie auch Erwachsenensendungen politischer Art aufgebaut werden können. Also ein politisches Magazin für Kinder oder für Jugendliche halte ich für außerordentlich wichtig. Generell teile ich von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen in diesem Punkt übrigens die Stellungnahme von einigen Pädagogen, es muss gesagt werden, es ist auch die Stellungnahme, die in der DDR vorherrscht, dass nach Möglichkeit das Fernsehprogramm überhaupt keine Sendung enthalten sollte, die nicht auch Jugendliche sehen können. Herr Professor Jens, ich muss mir fast Gewalt antun, aber die Sendung heißt Fragen an den Autor und wir haben sehr viele Anrufe vorliegen. Ja, ich spreche jetzt ganz kurz, heißt das, nicht? Ja. Sodass ich also doch die Anrufe hineinnehmen würde. Hören wir bitte die nächsten zwei. Ja. Wieso versucht das Fernsehen prinzipiell die Bevölkerung zu erziehen? Also da wird mehr oder weniger der Unterton sämtlicher Sendungen sind doch irgendwie volkserzieherisch. Meiner Meinung nach sollte etwas mehr unterhaltsam sein. Also sagen wir mal, tagsüber hat man genügend Ärger, man will sich nicht am Abend noch anhören, wie man es anders machen sollte. Und die andere Frage ist, das Fernsehen kritisiert alle anderen, bloß nicht sich selber. Wenn man Sendungen sieht von hauptsächlich Auslandskorrespondenten, da wird aber das Ausland kritisiert, da wird jede Möglichkeit hervorgehoben, im Ausland zu zeigen, wie oder was etwas schlecht gemacht wird, während es bestimmt im eigenen Land noch genügend gäbe, was zum Verbessern wäre. Ich möchte Ihnen nur sagen, dass ich mich freue, dass ich endlich mal jemanden da gefunden habe, der auch die Interessen der Fernsehzuschauer vertritt. Ja, das tue ich in der Tat und so suche ich auch zu schreiben. Ich gebe zu, nicht wahr, in der Zeit, das muss ich mir nur wieder den Vorwurf machen, also ich kann nicht verlangen vom Fernsehen, es soll Kritik üben, ich muss auch Kritik üben, nicht wahr, sicherlich mitunter arg bildungsgesättigt und vielleicht auch zu fremdwortreich, also auch da mache ich selbst einen Erziehungsprozess durch, aber natürlich, ich glaube, als Fernsehkritiker muss man sich als Anwalt, pathetisch gesagt, als Mund
der vielen Menschen auffassen, nicht wahr, für die man ein anderes und ein besseres Programm erreichen möchte. Was die Selbstkritik angeht, im Fernsehen habe ich da schon zu etwas gesagt, unbedingt notwendig, diese Form der Kritik, die ich beispielhaft vorgeschlagen habe. Also, und ich bitte mich da auch, ich kann mich ja nicht wie Sauerbier anbieten, nicht wahr? Ich schlage andere vor, aber selbstverständlich wäre ich dazu bereit, mich immer einmal abends um 22.30 Uhr hinzustellen und nun sagen, was habt ihr denn gesehen heute Abend, was ihr hier vielleicht etwas unreflektiert, unüberlegt konsumiert habt. Dass das Ausland kritisiert wird, das Land weniger, ist vollkommen richtig. Man kann geradezu folgende Staffel aufstellen. Je größer die Menschen, je höher die Position, desto behutsamer die Kritik. Je kleiner, desto schärfer. Je weiter weg, desto schärfer die Kritik. Je näher dran, desto bescheidener die Kritik. Achten Sie, meine Zuschauer, einmal darauf, wie große Leute, in Anführungsstrichen, nicht wahr, im Fernsehen dargestellt werden. Ruhige Kamera, alter Staatsmann wird fotografiert. Kleine Leute, die Kamera huscht herum, was hat er denn für einen Raum hier? Seine Hände werden gezeigt, seine Finger. Jetzt bohrt er sich vielleicht sogar im Ohr. Der Mann wird karikiert dargestellt. Die Kameraeinstellung ist eine grundsätzliche andere. Sie ist umso unruhiger, je niedriger der gesellschaftliche Rang des Menschen ist. Gegensatz, Sie sehen, ich spreche nach Möglichkeit jetzt ganz schnell, Gegensatz zwischen Unterhaltung und angeblicher Erziehung, das sehe ich nicht so. Am allerpolitischsten sind die Unterhaltungssendungen. Hier werden nämlich die gesellschaftlichen Muster eingeschliffen und nicht in den politischen Magazinen. Herr Dietmar Schönherrs Rote Nelke oder Kuhlenkampf für die Ostpolitik. Hier wird im eigentlichen Sinne Politik getrieben. Ich möchte zu dieser Frage gerade noch drei Sachen loswerden, wobei ich nicht mehr sicher bin, ob ich sie alle noch im Kopf habe. Die erste wäre, das Fernsehen kritisiert nicht sich selbst. Da müsste man doch im Moment widersprechen, denn es gibt ja Ansätze, ich habe es vorhin schon kurz angedeutet, einer stärkeren Transparentmachung des Fernsehens, einer Medienkritik, einer Fernsehkritik im Fernsehen, die sicherlich noch nicht so sind, wie sie sein sollten und sein müssten, aber es gibt etwa das Glashaus vom Westdeutschen Rundfunk, es gibt das Nachspiel vom Südwestfunk, es gibt, das gehört ja auch in diesen Zusammenhang, Versuche, die Zuschauer zu beteiligen am Programm. Ich denke etwa an den Versuch im ZDF am vergangenen Sonntag mit den Stationen. Wir sollten darauf nicht weiter eingehen, aber ich möchte nur festhalten, dass diese Versuche tatsächlich vorhanden sind und dass sie doch von Ihnen beispielsweise auch mit Sicherheit begrüßt werden. Wenn Sie unmittelbar nach der Sendung oder doch am nächsten Tag kommen, selbstverständlich. Aber das Glashaus, nicht wahr? Sendung nach Monaten noch einmal besprochen oder Nachspiel auch oder Stationen. Ich habe diesen Versuch in dieser Woche als Versuch, Herr Lösing, gelobt. Ich halte es für richtig, weil er ein Beitrag zu kritischerem Sehen ist. Aber Mitbestimmung der Zuschauer, davon kann ja keine Rede sein. Ich meine, die wurden ausgewählt, hätte man zeigen müssen, wie wurden die ausgewählt und so weiter. Das heißt, das sehe ich überhaupt nicht. Von Mitbestimmung ist da keine Rede. Aber der Versuch, das Fernsehen transparenter zu machen, ein bisschen mehr Kritik im Fernsehen, ja, weiß Gott, und da sind die Ansätze zu loben. Nur, sie müssten spontaner erfolgen. Eben 20 bis 21.30 Uhr das Programm und nun 21.30 Uhr eine Kritik. Ja, der erste Teil der Frage des Hörers, Herr Professor Jens, ging dahin, das Fernsehen mache ihm den Eindruck, es wolle im Wesentlichen erziehen und er nehme ihm einen pädagogischen Auftrag, stattdessen solle es doch ein bisschen mehr unterhalten. Ist nicht das, was Sie vom Fernsehen fordern, was andere Kritiker fordern, eine stärkere Berücksichtigung eben dieser erzieherischen Funktion? Ja, absolut, nur eben in unterhaltsamer Form, nicht? Da bin ich nun wirklich Schüler des großen Brecht, indem ich sage, Leute, macht's euch gemütlich, raucht und kritisiert oder raucht nicht, nicht wahr, wie ich, und denkt nach. Wir wollen mal dieses in freundlicher Verfremdung zeigen. Sehen Sie mal, da gibt es ja so viele Möglichkeiten. Wenn ein bescheidenerer Mann etwa im Kreuzverhör von Kastorf und Rohlinger in die Enge getrieben wird, da wird er ganz schön in die Enge getrieben. Ich erinnere mich, wie etwa Oswald Kolle befragt wurde. Ihre Frau, heißt es, eine Illustrierte, hat von Ihnen gesagt, Sie seien brutal. Oder wie der damals durchaus als respektabel geltende Horst Mahler befragt wurde. Hören Sie mal zu, Sie waren erst Kurstudenten, waren Sie in der SPD und heute sind Sie in der APO. Man muss sich mal vorstellen, ein Boss würde befragt, hören Sie mal zu, Herr Kiesinger, Sie waren ja erst gut katholisch, dann wurden Sie Nazi und jetzt sind Sie Christdemokrat. Da wird einfach mit verschiedenen Maßstäben gemessen. Ich erinnere mich an eine Sendung über Steuerhinterziehung. Ja, da wurde
gezeigt, um zu beweisen, die kleinen Leute, die werden eigentlich vom Finanzamt gar nicht mehr überprüft. Da wurde das Schild eines Mannes gezeigt, eines Schuhmachers mit vollem Namen, während hier von Steuerhinterziehung gesprochen wird. Man würde sich mal vorstellen, da steht ein Schild Franz Josef Strauß. Oder es wird über Meineid gesprochen und die Kamera zeigt ein Schild Friedrich Zimmermann. Was geschehe dann? Ja, hören wir bitte die nächsten beiden Anrufe. Ab 1. Oktober 1973 nimmt das zweite deutsche Fernsehen eine Programmumstellung vor. Von uns Fernsehzuschauern wird seit Jahren eine Koordination gefordert zwischen den beiden Fernsehprogrammen. Ist aber auch diesmal mit den neuen Programmstrukturen nicht erfüllt worden. Unterhaltung steht gegen Unterhaltung, Politik gegen Kultur. Ich möchte in diesem Zusammenhang an Professor Jens die Frage stellen, ob eine allgemeine Wahl der Rundfunk- und Fernsehräte durch die Gebührenzahlen der Fernsehteilnehmer vorgenommen werden sollte, um dadurch Wünsche der Fernsehzuschauer zu erreichen, zum Beispiel eine Programmstruktur, die sich den beiden Hauptprogrammen des Fernsehens, dass sich die beiden Hauptprogramme des Fernsehens nicht mehr überschneiden. Warum wird das Wort zum Sonntag immer gerade in dieser Hauptsendezeit kurz vor 22 Uhr gesendet? Und wenn auch morgens das Wort zum Tag oder von den Priestern da gehalten wird, die sich immer mit weltpolitischen Sachen oder in einem Bereich da so stellen, gell? Und sie gar nicht konzentrieren auf ihre eigenen Angelegenheiten innerhalb der Kirche. Wissen Sie, die sind doch vollkommen artfremdgestellt. Diese Sachen gehören doch gar nicht den Priestern, sondern den Politikern. Mhm. Zunächst einmal glaube ich, dass sich ein anderes und besseres Wort am Sonntag darstellen ließe. Ich halte es für eine wichtige Frage, wenn ein Theologe sich hinstellte, das ist in der Beantwortung der Frage des Hörers, glaube ich, ganz konsequent, und fragte, wir müssen sterben, ich habe Angst, wie stehen wir dazu? Und ließe sich an die Gesellschaft denken, in der man vielleicht etwas ruhiger sterben kann. Ich glaube, Besinnung auf Grundfragen, bei der der Beteiligte sich wirklich mit hineinnimmt und sagt, Kinder, ich habe die Angst wie ihr auch, nicht wahr? Ich bin da nicht sicher, was ich da denke. Eine solche Frage könnte ich mir interessant und wichtig vorstellen. Schließlich auch eine ganz neue Form des Gottesdienstes, glaube ich, darstellen. Also ich wäre da nicht so rigoros zu sagen, damit raus, nur müsste das selbstverständlich von diesem ganz veralteten Verkündigungsstil wegkommen. Was den ersten Anruf betrifft, da stimme ich zu. Ich glaube, wir müssten wirklich eine entscheidende Demokratisierung des Rundfunkbetriebs haben, dass da nicht einige wenige, wie in der Wirtschaft, über die sehr vielen Interessenten bestimmen können. Nur ist es dafür die Voraussetzung, dass die vielen wirklich auch selbstverständlich ihre wahren Interessen erkennen können und diese Interessen zum Beispiel, ich komme immer wieder darauf zurück, nicht wahr? Denn das ist mein Ansatzpunkt, die Gedanken des Arbeiters am Fließband, nicht wahr? Der um 17 oder 18 Uhr oder auch nachts um 2 und dann schläft, der dann nach Hause kommt. Und hier, glaube ich, sind unsere Rundfunkräte ganz und gar einer scheinpluralistischen Struktur nach veraltet. Sehen Sie mal, es gibt ja in den Rundfunkräten Vertreter von Frauen. Da stellt man sich mal vor, sozusagen die Frau als ein Interessensverband. Männer herrschen und die Frau dürfen, die Armen, die dürfen einen Vertreter stellen. Oder etwa die Vertriebenen sind in vielen Rundfunkräten weit überrepräsentiert gegenüber den Gewerkschaften. Diejenigen, nicht wahr, die doch die Mehrzahl des Volkes repräsentieren, sind in den Rundfunkräten ganz und gar unterbesetzt. Also hier eine stärkere Demokratisierung, die nicht mit einer stärkeren Bürokratisierung zusammenhängen müsste, durchzuführen, das würde ich für wichtig halten. Das Fernsehen hat viel größere Möglichkeiten, nicht wahr, als es gemeinhin glaubt. Sehen Sie, auch die Fernsehmacher, da schleicht sich eine immer stärkere Ängstlichkeit ein. Man sagt, das ist unbequem, das kriege ich nicht durch, das gibt Ärger, können wir nicht was anderes machen? Vielleicht kriegt er diese Sendung sehr wohl durch, aber die Frage der Vorzensur, dass die Redakteure schon sagen, lassen Sie das lieber nicht, Rosa Luxemburg, ach nicht. Und da sage ich, nicht wahr, auf dem Boden des Aalner-Programms ist da ja sehr viel möglich. Ich habe zwei Seelen in meiner Brust, muss ich gestehen. Die Hörerfragen sind so interessant und reißen jeweils so verschiedene und weitreichende Komplexe an, dass ich mit großem Vergnügen darüber weiter sprechen würde. Ich auch, Aber wir sollten tatsächlich den ankommenden Anrufen die größere Chance geben. Im Moment ist es bei der Frage lassen und bei Ihrer Reaktion. Ja. Hören wir deshalb bitte die nächsten beiden Anrufe. Ja.
Die ganzen letzten Monate wurde über die Sendung Sesamstraße diskutiert, ja? Und jetzt wurde sie endlich auch für uns im Südwesten freigegeben. Alles gut und schön, aber die Stunde, die ist doch wirklich deplatziert. Um 9 Uhr morgens sind die Kinder im Kindergarten oder in der Schule. Warum holt man immer so unglückliche Zeiten für die Kindersendungen? Es ist bekannt, dass auf verschiedene Sendungen die Zuschauer, also entgegen wie es hier eigentlich behauptet wurde, sehr schnell reagieren. Sie rufen doch den Sender an und machen ihrem Ärger deutlich Luft. Doch was tut man am Sender selbst? Er macht so, als ob die Fernsehverantwortlichen den Anruf interessieren würde. Dann hatte ich vor wenigen Tagen Gelegenheit, in einem Seminar einer der Verantwortlichen der ARD für die Fernsehanrufe kennenzulernen. Ich sprach ihn, es war in gemütlicher Runde, auf das Thema Höreranrufe an. Ich war über seine Antwort bestürzt, denn er sagte mir, wir hören uns das wohl an. Das heißt, wir ist eigentlich schon so viel gesagt, meistens ist es eine untergeordnete Bürokraft, die die Gespräche abnimmt. Aber er sagte dann weiter, ernst nehmen tun wir die Anrufe sowieso nicht, denn meist sind es doch Querulanten, die hier anrufen. Und dass diese Leute mit einem verantwortlichen Redakteur oder gar mit dem Leiter der Sendung selbst verbunden würden, das käme sowieso nicht in Frage. Und hier beginnt doch die Manipulation, das Fehlen jeder Rücksicht auf den oft zitierten kleinen Mann. Es wird doch äußerst unmöglich gemacht, Einfluss zu nehmen, einfach weil es die Verantwortlichen nicht wollen. Und hier sollte man die Verantwortlichen Herren, und deshalb begrüße ich diese Diskussion, anprangern und zwingen, den kleinen Mann anzuhören und über die Anrufe, die an den Sender kommen, Rechenschaft abzulegen. Ganz kurz zur ersten Frage. Ich stimme überein. Der Zeitpunkt für die Sesamstraße ist ganz unbrauchbar. Sehr viele Zeitpunkte sind von den Interessierten überhaupt nicht wahrzunehmen, etwa von Kindern oder von Hausfrauen. Zu Sesamstraße vielleicht hier keine ausgeführte Kritik. Das würde uns die restlichen 13 Minuten rauben. Ich glaube, dass der Wissensaspekt, das heißt, lerne die Buchstaben schreiben oder lerne zu zählen, weit überbewertet ist hier, gemildert gegenüber der amerikanischen Fassung, aber immer noch zu stark. Und der soziale Aspekt, nicht wahr? Wie ordnen wir uns in die Welt ein und was ist das für eine Welt? Und von, auch kann man zeigen, nicht wahr, von welchen Gesetzen ist sie bestimmt, ganz behutsam, dem Kind angemessen, dass der zu kurz kommt. Die zweite Frage, Abtun von Hörerwünschen. Man ruft an und wird, wenn es sich nicht gerade um eine Nachricht für Eduard Zimmermann hat, mit einem freundlichen Ja, vielen Dank, abgehalftert. Sicherlich ist hier festzustellen, dass dieses demokratische Gehabe, muss Gehabe sagen, eine Alibi-Funktion hat. Naja, wir hören ja auf die Hörer. Und dass man mit großem Zynismus sehr häufig sagt, naja, also die verstehen ja eh nicht davon, die technischen Probleme sind ja eben anders. Lieber Freund, nicht wahr, das erfahren ja auch die Kritiker immer wieder, wie sollen wir das denn zeigen, nicht wahr? Wie sollen wir denn über das Parlament hinausblicken und zeigen, wie ein Gesetz gemacht ist? Lasst euch mal was einfallen, Leute. Ich wüsste schon, wie man es macht, nicht wahr? Das halt, da werden immer technische Zwänge vorgestellt und in Wahrheit geht es nur um die Trägheit, weil man sich eben keine neuen Methoden überlegt. Aber ganz so ist es mit den Leserbriefen auch nicht. Also gehäufte Leserbriefe werden zwar, Gott sei Dank, wenn sie manipuliert sind, nicht dazu führen, dass Löwenthal wöchentlich sein Magazin behält, aber zum Beispiel im Fall der wirklich schamlosen, brutalen und zynischen Sendung Speed Racer, also wo die grausamste Sendung für Kinder, hat doch, wenn ich es recht gesehen habe und recht verstanden habe, eine sehr energische Leserbriefkampagne von Eltern, die ihre verantwortungsbewusst waren, zur Absetzung dieser Sendung geführt. Ich möchte zwei Sachen sagen dazu. Man kann sicherlich darüber streiten, ob die Zeit 9 Uhr für die Sesamstraße die richtige ist, aber die Sesamstraße wird auch noch am Samstag und Sonntag um 6:30 ausgestrahlt. Mhm. Das vielleicht kurz dazu. Richtig. Zum anderen
kann ich mir nicht vorstellen, dass Fernsehverantwortliche tatsächlich auf diese verächtliche und nachlässige Weise auf Hörerreaktionen reagieren. Ich bin kein Fernsehjournalist, aber wir als Hörfunkjournalisten, das kann ich von uns mit Sicherheit sagen, sind froh über jegliche Kritik, die uns erreicht, wenn sie sachlich ist natürlich, und kriegen fast zu wenig davon. Auch darauf sollten wir nicht weiter aufgehen, sondern gleich die nächste... Ja. Nein, entschuldigen, ich soll darauf hinweisen, sagt mir die Regie, dass die Hörer bitte nicht mehr anrufen sollen. Wir haben noch 10 oder 12 Anrufe vorliegen, die wir mit Sicherheit nicht alle mehr einspeisen können. Also bitte, meine Damen und Herren, rufen Sie nicht mehr an. Wir werden schauen, dass wir noch möglichst viele Anrufe unterbringen können. Ich antworte nicht so einen Satz. Bitte die nächsten beiden Anrufe. In einer der letzten Sendungen stellte ich die Frage nach den Auswirkungen von Gewaltdarstellungen im Fernsehen auf die Zuschauer. Ich möchte diese Frage heute auch Herrn Professor Jens stellen. Das Fernsehen hat meiner Ansicht nach ja nicht ausschließlich belehrende und informative Funktion, sondern auch unterhaltende Funktion. Und warum soll nicht zu einer Zeit, in der ein Großteil der Hörerschaft und Zuschauerschaft da ist und aufnahmefähig ist oder auch ermüdet ist an einem Samstagabend, warum soll nicht zu dieser Zeit eine Sendung laufen, die einfach nur Spaß macht? Es muss ja nicht alles sozialkritisch und belehrend und informativ sein. Es kann ja auch etwas einfach mal nur Freude machen. Solche Sendungen sind ohnehin selten im Fernsehen. Allerdings schlecht ist es, dass zwei gleichartige Sendungen zur gleichen Zeit nebeneinander laufen. Da müsste eine bessere Information sein oder eine bessere Koordination der Fernsehanstalten untereinander. Oder die Sendungen müssten später in anderen Programmen ausgetauscht werden, was ja auch die Programmgestaltung erheblich verbilligen würde. Brutalisierung der Kinder zum Beispiel im Fernsehen, da hat die Wissenschaft, glaube ich, klar erkannt, derjenige, der eine Sendung sieht, in der das Messer gezogen wird, greift nicht selbst zum Messer. Aber es schleifen sich eben die Muster ein, die hier Mal für Mal wiederholt werden. Das heißt, das Grundmuster, Konflikte lassen sich durch Gewalt regeln. Nicht durch Überzeugung, nicht durch Diskussion, nicht durch einen Austrag, sagen wir einmal demokratischer Art, sondern durch Gewalt. Und dieses Grundmuster, regle durch Brutalität Konflikte, das schleift sich ein und darin liegt die Gefahr. Zweitens, ich muss immer wieder darauf hinweisen, ich kann den Unterschied zwischen Belehrung und Information auf der einen und Unterhaltung auf der anderen Seite nicht anerkennen. Ich glaube, dass es sehr viele Sendungen gibt, die Spaß machen und die trotzdem ein Höchstmaß von Information und Belehrung erhalten. Gefährlich am neuen Programm scheint mir die absolute Vorherrschaft seichtester Programme von Freitag bis Sonntag zu sein, sozusagen, naja, Leute, am Freitag bis Sonntag, nicht wahr, Hosenträger, Pantoffeln und ein Gläschen Bier und nichts weiter. Das, glaube ich, ist nun wirklich der bare Zynismus in der Woche. Wenn man hart gearbeitet hat, da wird noch ein bisschen verlangt und zum Wochenende lasst uns wohl sein. Milovic, Unsorgtheater, Krimi und nichts anderes. Hören wir zwei weitere Anrufe, bitte. Die Fernsehsendung, was der Fernsehsendung anbetrifft, ist gut und recht, aber ich möchte zur Kenntnis geben, warum haben wir denn mehr ausländisches Fernsehen statt ein deutsches Fernsehen? Ich sehe nur Bonanza, Scheilerenz Bonanza und verschiedene andere Sachen. Warum bringt man denn nicht soziale Probleme, wo man sagen kann, hier hat das Publikum seine Meinung? Denn das Publikum soll doch auch mal seine Meinung äußern. Dass nicht nur immer Professoren, Akademiker, Medizinalräte, Studienräte und so weiter sprechen und das Volk kommt überhaupt nicht zu Worte. Ich möchte nicht auf die Frage hier eingehen, die bisher hier angesprochen worden sind, weil sie nach meiner Meinung so vielschichtig und oft undurchschaubar sind, dass man sie ohne genaue Kenntnis der Sachlage nur schwer produzieren kann. Was mir aber viel wichtiger erscheint, wäre die Frage, die eigentlich im Untergrund schwelt, ist das Fernsehen, wie jedes Massenmedium, noch eine kritische, unabhängige, demokratische Einrichtung, wie sie es sein sollte, oder ist es nicht vielmehr ein Instrument für eine herrschende politische Schicht, die nur ein Interesse daran haben kann, solche Informationen oder Sendungen zuzulassen, die gesellschaftspolitisch relevant sind? Zum Ersten, ich teile die Ansicht des Hörers, dass das in der schlichtesten Weise, dass das Volk im Fernsehen zu wenig zu Wort kommt, dass seine Probleme eben deshalb nicht genug behandelt werden, weil nicht gefragt wird, was nützt dir,
was nützt dir, ich muss es wiederholen, um deine Primärwelt deutlicher zu verstehen. Das Fernsehen tut so und die Massenmedien tun so, als gibt es da einen Meinungsmarkt. Jeder hat die Möglichkeit, seinen Standpunkt zu vertreten. Am Ende wird sich das Gute schon durchsetzen. Das geht eben nicht, weil ganz bestimmte Interessen vorwalten, damit komme ich zum zweiten Hörer, die zum Beispiel auch Interessen, nicht wahr, selbstverständlich des Kapitals, siehe Werbesendung, die eine bestimmte Aufklärung über ein gewisses Niveau hinaus nur schwer zulassen. Aber das ist nur die eine Seite. Auf der anderen Seite glaube ich, dass es im Fernsehen auch heute noch möglich ist, mit aller Schärfe, es wird ein bisschen weniger, der Wind wird rauer, nicht wahr, gegenteilige Meinungen zu akzentuieren und dass man den verbliebenen Spielraum nutzen muss, um eben diese Trennung in unserer Gesellschaft in Habende und Habenwollende abzublocken. Da kam in einer Sendung folgender Satz, da sagt ein Arbeiter, es gibt Unternehmer, es gibt einen Arbeiter, ich bin nur Kraftfahrer. Da muss man ein bisschen seine Grenze kennen, das ist es. Der Chef verdient und der verdient eben. Und kommt der Chef, dann kann er mir von seinem großen Kuchen nichts abgeben. Da muss eben immer eine Grenze sein. Das ist das Muster, nicht wahr? Da oben die, wir können ja eh nichts machen. Und da hat das Fernsehen die Aufgabe eben zu zeigen, ihr könnt doch was machen. Hören wir für heute die beiden letzten Anrufe noch. Ich wollte Herrn Professor Jens zustimmen in seiner Kritik an der Machart der Fernsehsendungen, aber auch an der Machart der Rundfunksendungen. Und ich wollte diese Kritik eigentlich noch erweitern. Es ist doch so, dass diese Leute, diese Moderatoren oder wer eigentlich immer ihre Meinung als den Nabel der Welt darstellen und dann so, wie sie denken, auf Hunderttausende oder auf Millionen Fernsehzuschauer einwirken, ohne sich eigentlich Gedanken darüber zu machen, denken die anderen denn auch so? Bei uns beginnt das Programm am frühen Nachmittag. Das hat zur Folge, dass Kinder im frühesten Alter an das Fernsehen gewöhnt werden. Ich finde, dass ein großes Problem zurzeit ist, überhaupt Abstand vom Fernsehen zu halten. Auswählen, was gesehen wird, nicht um 16 Uhr den Knopf rein, um 23.05 Uhr bei Sendeschluss den Knopf wieder abdrücken. Warum ist bei uns beispielsweise der Sendebeginn so früh? In den Niederlanden beispielsweise gibt es nachmittags überhaupt keine Fernsehsendung. Die niederländischen Kinder, die können sich noch beschäftigen. Warum werden bei uns die Kinder vom frühesten Alter als Sklaven an das Fernsehen gewöhnt? Ich würde mich nicht dagegen wehren, wenn einmal ganz ausgewähltes Programm sehr früh beginne. Es kommt auf die Qualität der Sendung an. Man kann hier sich durchaus Sendungen vorstellen, wie ich sprach vorhin, nicht nur von dieser Nachrichtensendung für Kinder, wo im Gegenteil die Kreativität der dann beteiligten Zuschauer geweckt wird. Also ich glaube, hier kommt es immer auch auf die Machart an. Und darüber hat man sich eben viel zu wenig Gedanken gemacht. Es war auch Anregungen, die von den Fernsehkritikern gekommen sind, kaum berücksichtigt worden. Es lassen sich eben wirklich andere, nicht nur andere Magazinsendungen, auch, darauf liegt den größten Wert, andere, bessere Unterhaltungssendungen machen, ganz andere Shows. Es lässt sich ein anderes Programm machen, das eben deutlich zeigt, wie es in unserer Welt bestellt ist. Und das ganz ohne belehrenden Zeigefinger immer. Der erste Hörer sprach von den Moderatoren, die dann sehr häufig das vorher Gezeigte ins Gegenteil umkehren oder manipulieren oder aber, und das ist das Charakteristische, abschwächen. Na, so ist es immer, tja, es geht halt so zu in der Ehe, was soll man da machen? Da kannst du eh nichts gegen tun. Nun, wir werden weitersehen, warten wir doch erst einmal ab. Das heißt, hier wird jene Passivität geschürt, jenes Konsumentendasein, jene Konsumentenrolle, die im Fernsehen viel zu sehr, meines Erachtens, einen Schonraum hat, nicht behagliche Sehsituation. Und diese Sehsituation überträgt sich dann auch auf die Gegenstände. Na, so schlimm ist es eigentlich gar nicht in Vietnam. Und warum soll der eine nicht Milliarden verdienen und der andere nur seine Groschen? Und so schlimm, à la Löwenthal, ist die Suspendierung der Demokratie denn doch nicht. Und jene wenigen in unserem Lande, wie etwa der Medienforscher Horst Holzer, dem jetzt wiederum ein Lehrstuhl verweigert wurde, der diese Probleme gezeigt hat, etwa die Darstellung, nicht wahr, politischer Zusammenhänge im Sinne einer reinen Personalisierung,
Auseinandersetzung von Eliten, nichts weiter, Strauß gegen Barzel und so weiter, die werden dafür dann noch getadelt. Aber Herr Lösing, Sie haben mir, ja, ich weiß, ich habe jetzt, muss in 9 Minuten enden. Sie haben mir gesagt, ich musste 1 Minute vor 30 enden, also jetzt habe ich noch 30 Sekunden. Ich bedanke mich herzlich bei Ihnen und bei den Zuschauern. Ich danke Ihnen, dass Sie mitgemacht haben, Herr Professor Jens. Ich hätte gerne noch zu einem Komplex was gesagt. Gelernt. Jetzt bin ich erst in Form, ich habe viel gelernt. Dürfen wir bitte aufhören, meine Damen und Herren, die nächste Sendung fragen an den Autor zum Thema Science Fiction in Deutschland. Und dann denken Sie bitte dran, um 11.03 Uhr statt um 11 Uhr, von 11 bis 11.03 Uhr kommen Nachrichten, fragen an den Autor nächsten Sonntag, also um 11 Uhr und 3 Minuten. Selbst wenn es dem Verstand eines 9- oder 10-jährigen Kindes noch nicht entspricht. Guten Morgen, Strauß, Hüdig Weiler. Ich möchte mich ganz kurz äußern, und zwar, ich bin der Meinung, dass das Fernsehen in puncto Nachrichten relativ gut wegkommt. Aber der Rundfunk ist in seiner Nachrichtengebung, ja, parteiisch festgelegt. Ich möchte hier besonders die Europawelle, sagen wir mal, nennen, angreifen, die manche Meldungen, ja, eine Woche durch fast wiederholt. Da reist zum Beispiel der Bundeskanzler nach Amerika. Das hört man 25 bis 50 Mal. Ja, zum Letzten kann ich relativ wenig sagen. Darf ich vielleicht dazu kurz einen Satz sagen? Man wird sicherlich manchen Rundfunkanstalten in dieser oder jenen Sendung Parteilichkeit vorwerfen können. Aber ich kann mir nicht vorstellen, ich spreche jetzt nicht nur für die Europawelle, dass in den Nachrichtensendungen diese grobe Parteilichkeit vorhanden ist. Die Art der Manipulation, die in den einzelnen Wörtern liegt, wie eben aufgezeigt an dem Wort Widerstandsnest, natürlich, die ist fast natürlich und automatisch und lässt sich kaum vermeiden, selbst bei größter Anstrengung nicht. Aber eine Parteilichkeit in den Nachrichtensendungen, glaube ich, kann man doch entschieden verneinen. Auch in den Nachrichtensendungen etwa des ZDF muss man sagen, nicht wahr, wenn die Hörer, die jetzt uns hier mithören, etwa am vergangenen Mittwoch vor dem Löwenthalschen Magazin die Nachrichten gehört haben im ZDF, also heute, dann wurde da gesagt, nach den marxistischen Parteien wurde in Chile auch anderen Parteien die politische Betätigung bis auf Weiteres verboten, nicht wahr? Und dann kam der Ideologe von Ordnung, Ruhe und purer Gewalt, Gerd Löwenthal, und sagte eben, in Chile ist im Grunde genommen alles herrlich und die Leute haben Lebensmittel und zeitweilige Suspendierung der Demokratie ist schmerzlich. Nun, man weiß, zu welchen Kompromissen das konservative Bürgertum bereit ist, wenn es um die Einführung von auch nur einer bescheidenen Wirtschaftsdemokratie geht. Die Frage mit den Kindern halte ich für ganz wichtig. Ich stimme der Hörerin zu, dass Kinder Nachrichten sehen sollten. Nur glaube ich, dass sie, so wie die Sendungen gebracht werden, gerade die politischen Nachrichten, wir reden ja noch zu wenig von Unterhaltung, darauf kommen wir ja noch, nicht wahr? Dass sie wirklich für Kinder, auch für 10-Jährige, kaum verständlich sind. Ein Grund mehr, und das ist keine spaßhafte Überlegung, sondern eine sehr ernsthafte, zum Beispiel Nachrichtensendungen um 17 Uhr oder um 18 Uhr für Kinder oder Heranwachsende zu bringen, wo nun man die Geschehnisse in der Welt ganz unauffällig pädagogisch... Des Hörers, Herr Professor Jens, ging dahin, das Fernsehen mache ihm den Eindruck, es wolle im Wesentlichen erziehen und er nehme ihm einen pädagogischen Auftrag, stattdessen solle es doch ein bisschen mehr unterhalten. Ist nicht das, was Sie vom Fernsehen fordern, was andere Kritiker fordern, eine stärkere Berücksichtigung eben dieser erzieherischen Funktion? Ja, absolut, nur eben in unterhaltsamer Form, nicht? Da bin ich nun wirklich Schüler des großen Brecht, indem ich sage, Leute, macht's euch gemütlich, raucht und kritisiert oder raucht nicht, nicht wahr, wie ich, und denkt nach. Wir wollen mal dieses in freundlicher Verfremdung zeigen. Sehen Sie mal, da gibt's ja so viele Möglichkeiten. Wenn ein bescheidenerer Mann etwa im Kreuzverhör von Castorf und Rohlinger in die Enge getrieben wird, da wird er ganz schön in die Enge getrieben. Ich erinnere mich, wie etwa Oswald Kolle befragt wurde. Ihre Frau, heißt es, eine Illustrierte, hat von Ihnen gesagt, Sie seien brutal. Oder wie der damals durchaus als respektabel geltende Horst Mahler befragt wurde. Hören Sie mal zu, Sie waren erst Kurstudent, dann waren Sie in der SPD und heute sind Sie in der APO. Man muss sich mal vorstellen, ein Boss würde befragt, hören Sie mal zu, Herr Kiesinger, Sie waren ja erst gut katholisch, dann wurden Sie Nazi und jetzt sind Sie Christdemokrat.
Da wird einfach mit verschiedenen Maßstäben gemessen. Ich erinnere mich an eine Sendung über Steuerhinterziehung. Ja, da wurde gezeigt, um zu beweisen, die kleinen Leute, die werden eigentlich vom Finanzamt gar nicht mehr überprüft. Da wurde das Schild eines Mannes gezeigt, eines Schuhmachers mit vollem Namen, während hier von Steuerhinterziehung gesprochen wird. Man würde sich mal vorstellen, da steht ein Schild Franz Josef Strauß. Oder es wird über Meineid gesprochen und die Kamera zeigt ein Schild Friedrich Zimmermann. Was geschehe dann? Ja, hören wir bitte die nächsten beiden Anrufe. Ab 1. Oktober 1973 nimmt das zweite deutsche Fernsehen eine Programmumstellung vor. Von uns Fernsehzuschauern wird seit Jahren eine Koordination gefordert zwischen den beiden Fernsehprogrammen. Ist aber auch diesmal mit den neuen Programmstrukturen nicht erfüllt worden. Unterhaltung steht gegen Unterhaltung, Politik gegen Kultur. Ich möchte in diesem Zusammenhang an Professor Jens die Frage stellen, ob eine allgemeine Wahl der Rundfunk- und Fernsehräte durch die gebührenzahlende Fernsehteilnehmer vorgenommen werden sollte, um dadurch Wünsche der Fernsehzuschauer zu erreichen, zum Beispiel eine Programmstruktur, die sich den beiden Hauptprogrammen des Fernsehens, dass sich die beiden Hauptprogramme des Fernsehens nicht mehr überschneiden. Warum wird das Wort zum Sonntag immer gerade in dieser Hauptsendezeit kurz vor 22 Uhr gesendet? Und wenn auch morgens das Wort zum Tag oder von den Priestern da gehalten wird, die sich immer mit weltpolitischen Sachen oder in anderen Bereich da so stellen, gell? Und sie kann nicht konzentrieren auf ihre... Diese verächtliche und nachlässige Weise auf Hörerreaktionen reagieren. Ich bin kein Fernsehjournalist, aber wir als Hörfunkjournalisten, das kann ich von uns mit Sicherheit sagen, sind froh über jegliche Kritik, die uns erreicht, wenn sie sachlich ist natürlich, und kriegen fast zu wenig davon. Aber auch darauf sollten wir nicht weiter aufgehen, sondern gleich die nächste... Ja. Nein, entschuldigen, ich soll darauf hinweisen, sagt mir die Regie, dass die Hörer bitte nicht mehr anrufen sollen. Wir haben noch 10 oder 12 Anrufe vorliegen, die wir mit Sicherheit nicht alle mehr einspeisen können. Also bitte, meine Damen und Herren, rufen Sie nicht mehr an. Wir werden schauen, dass wir noch möglichst viele Anrufe unterbringen können. Ich antworte nicht so einen Satz. Ja. Bitte die nächsten beiden Anrufe. In einer der letzten Sendungen stellte ich die Frage nach den Auswirkungen von Gewaltdarstellungen im Fernsehen auf die Zuschauer. Ich möchte diese Frage heute auch Herrn Professor Jens stellen. Das Fernsehen hat meiner Ansicht nach ja nicht ausschließlich belehrende und informative Funktion, sondern auch unterhaltende Funktion. Und warum soll nicht zu einer Zeit, in der ein Großteil der Hörerschaft und Zuschauerschaft da ist und aufnahmefähig ist oder auch ermüdet ist an einem Samstagabend, warum soll nicht zu dieser Zeit eine Sendung laufen, die einfach nur Spaß macht? Es muss ja nicht alles sozialkritisch und belehrend und informativ sein. Es kann ja auch etwas einfach mal nur Freude machen. Solche Sendungen sind ohnehin selten im Fernsehen. Allerdings schlecht ist es, dass zwei gleichartige Sendungen zur gleichen Zeit nebeneinander laufen. Da müsste eine bessere Information sein oder eine bessere Koordination der Fernsehanstalten untereinander. Oder die Sendungen müssten später in anderen Programmen ausgetauscht werden, was ja auch die Programmgestaltung erheblich verbilligen würde. Brutalisierung der Kinder zum Beispiel im Fernsehen, da hat die Wissenschaft, glaube ich, klar erkannt, derjenige, der eine Sendung sieht, in der das Messer gezogen wird, greift nicht selbst zum Messer. Aber es schleifen sich eben die Muster ein, die hier Mal für Mal wiederholt werden. Das heißt, das Grundmuster, Konflikte lassen sich durch Gewalt regeln. Nicht durch Überzeugung, nicht durch Diskussion, nicht durch einen Austrag, sagen wir einmal demokratischer Art, sondern durch Gewalt. Und dieses Grundmuster, regle durch Brutalität Konflikte, das schleift sich ein und darin liegt die Gefahr. Zweitens, ich muss immer wieder darauf hinweisen, ich kann den Unterschied zwischen Belehrung und Information auf der einen und Unterhaltung auf der anderen Seite nicht anerkennen. Ich glaube, dass es sehr viele Sendungen gibt, die Spaß machen und die trotzdem ein Höchstmaß von Information und Belehrung erhalten. Gefährlich am neuen Programm scheint mir die absolute Vorherrschaft seichtester Programme von Freitag bis Sonntag zu sein, sozusagen, naja, Leute am Freitag bis Sonntag, nicht wahr, Hosenträger, Pantoffeln beschäftigen, nicht wahr, Herz operieren, das ist ja nicht rühren ein Tabu, aber das Gehirn zu operieren, also das glaube ich schon. Und die letzte Frage,
Was die Wieder- darf ich ja. noch mal dazwischen, entschuldigen Sie? Aber die ganz schlichte Frage ist doch die nach dem Maßstab solcher Wichtigkeit. Sie sagen, die Sendungen, die Sie eben genannt haben, etwa Wintersoldaten oder Sendungen über Bildungsprobleme, sind wichtige Sendungen, sind wichtiger als etwa ein Film Wiener Mädeln. Die Hörerin ist offensichtlich der gleichen Meinung. Aber wenn ein solcher Film da ist, wenn viele Unterhaltungsprogramme da sind, dann sind die doch nicht einfach so da, sondern sie sind deshalb da, weil das Bedürfnis danach da ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass jemand, der in dem Arbeitsprozess steckt, Tag für Tag, es ist ein altbekanntes Argument, eben nicht diese Sendung sehen will, die Sie und die Hörerin als wichtig bezeichnen, sondern das, was man generell Unterhaltung nennt. Ja, das würde ich in gar keiner Weise bestreiten. Und ich würde also niemals ein Programm machen, nicht wahr, was jetzt sozusagen ab 8 wird hier belehrt und ab 8 wird's gebildet und ab 8 kommt Cis-Moll. Sondern man kann ja in brechtscher Weise lehrend unterhalten. Man kann unterhaltsam lehren. Das, also das Unterhaltliche, wir werden da vielleicht im Laufe der Sendung drauf kommen, auf eine neue Qualitätsebene zu heben. Das wäre etwas, was mir durchaus, also nur zu sehr aus dem Herzen gesprochen wäre. Also ich sage nicht hier puristisch etwa, nicht wahr, hier so ein Puritaner, der sagt, raus mit allem, was hier freundlich und unterhaltsam ist, nicht wahr. Nur, sehen Sie, ich erfahre aus der Zeitung, wieso Schlagerwettbewerbe von der Industrie vorprogrammiert wird. Nicht? Also, dass es in Wahrheit ein Kampf der Schallplattenindustrien ist und welche Firmen hier Monopole haben. Gut, die Schlagersendung höre ich mir gerne an. Warum nicht, nicht wahr, hier Peggy March und Katja Epstein? Aber eingestreut eine Information, Herr Lösing, die und die Firma hat den und den Prozentanteil am deutschen Schallplattenmarkt. Sie ist auch in dieser Sendung mit 70% vertreten. Das würde ich nur dazu sagen. Genauso Chile und dann ein Nebensatz, die Kupferpreise an den Börsen gewaltig gestiegen. Verstehen Sie, was ich meine? Ja, ich verstehe Sie sehr gut. Also nur darum geht es, damit er plötzlich merkt, da brauchst du ja nicht nur, da brauchst du nicht unbedingt die Frankfurter Rundschau zu lesen, denn dann weißt du, aha, hier geht es um die und die Wettkämpfe und hier hat die BASF folgendes Interesse daran. Nur das meine ich. Zu den Widerstandsnestern nur ein Wort, da stimme ich der Hörerin ganz und gar zu. Indem ich sage Widerstandsnester, begebe ich mich sprachlich auf die Ebene derjenigen, die die Demokratie in Chile vertrieben haben, argumentiere ich also aus der Sichtweise des Herrn Löwenthal heraus und erkläre die Absetzung der Demokratie. Deplatziert. Um 9 Uhr morgens sind die Kinder im Kindergarten oder in der Schule. Warum holt man immer so unglückliche Zeiten für die Kindersendungen? Es ist bekannt, dass auf verschiedene Sendungen die Zuschauer, also entgegen wie es hier eigentlich behauptet wurde, sehr schnell reagieren. Sie rufen doch den Sender an und machen ihrem Ärger deutlich Luft. Doch, was tut man am Sender selbst? Er macht so, als ob die Fernsehverantwortlichen den Anruf interessieren würde. Dann hatte ich vor wenigen Tagen Gelegenheit, in einem Seminar einer der Verantwortlichen der ARD für die Fernsehanrufe kennenzulernen. Ich sprach ihn, es war in gemütlicher Runde, auf das Thema Höreranrufe an. Ich war über seine Antwort bestürzt, denn er sagte mir, wir hören uns das wohl an. Das heißt, wir ist eigentlich schon so viel gesagt, meistens ist es eine untergeordnete Bürokraft, die die Gespräche abnimmt. Aber er sagte dann weiter, ernst nehmen tun wir die Anrufe sowieso nicht, denn meist sind es doch Querulanten, die hier anrufen. Und dass diese Leute mit einem verantwortlichen Redakteur oder gar mit dem Leiter der Sendung selbst verbunden würden, das käme sowieso nicht in Frage. Und hier beginnt doch die Manipulation, das Fehlen jeder Rücksicht auf den oft zitierten kleinen Mann. Es wird doch äußerst unmöglich gemacht, Einfluss zu nehmen, einfach weil es die Verantwortlichen nicht wollen. Und hier sollte man die Verantwortlichen Herren, und deshalb begrüße ich diese Diskussion, anprangern und zwingen, den kleinen Mann anzuhören und über die Anrufe, die an den Sender kommen, Rechenschaft abzulegen. Ganz kurz zur ersten Frage. Ich stimme überein.
Der Zeitpunkt für die Sesamstraße ist ganz unbrauchbar. Sehr viele Zeitpunkte sind von den Interessierten überhaupt nicht wahrzunehmen, etwa von Kindern oder von Hausfrauen. Zu Sesamstraße vielleicht hier keine ausgeführte Kritik. Das würde uns die restlichen 13 Minuten rauben. Ich glaube, dass der Wissensaspekt, das heißt, lerne die Buchstaben schreiben oder lerne zu zählen, weit überbewertet ist hier, gemildert gegenüber der amerikanischen Fassung, aber immer noch zu stark. Und der soziale Aspekt, nicht wahr? Wie ordnen wir uns in die Welt ein und was ist das für eine Welt? Und von, auch kann man zeigen, nicht wahr? Von welchen Gesetzen ist sie bestimmt, ganz behutsam, dem Kind angemessen, dass der zu kurz kommt. Die zweite Frage, Abtun von Hörerwünschen. Man ruft an und wird, wenn es sich nicht gerade um eine Nachricht für Eduard Zimmermann hat, mit einem freundlichen gewählte Wirklichkeit, die mit dem, was draußen geschieht, überhaupt nichts zu tun hat. Ich musste zum Beispiel fragen, habt ihr nun gesehen zum 100. Mal? Zwei Leute schütteln sich die Hände. Man kann es ja nicht mehr sehen. Abschreiten der Ehrenparade, roter Teppich, Hände schütteln, lächeln. Was bedeutet das für die Millionen in diesem Land, dass sich hier zwei Leute umarmen? Welche Folgerungen hat das für dich, Mann am Fließband? Das müsste gezeigt werden, damit der Zuschauer wirklich durch das Fernsehen und durch den Hörfunk in die Lage versetzt wird, seine Welt, die Wissenschaftler sprechen von seiner Primärwelt, also seiner Arbeitswelt, der Welt seiner Familie, damit er diese Welt besser zu verstehen, zu begreifen lernt. Ich möchte jetzt gern gleich weitersprechen, Herr Professor Jens, auf die medienkritischen Sendungen des Fernsehens hinweisen, die ja langsam mehr werden. Aber ich muss an dieser Stelle eine kleine Zäsur machen und unsere Hörer ein bisschen informieren über das Buch und über Sie. Gut. Das Buch also von Walter Jens, Fernsehen, Themen und Tabus, erschienen im Piper Verlag München, versammelt, wie schon angeklungen ist, etwa 100 Rezensionen von Walter Jens, die erschienen sind in der Wochenzeitung Die Zeit unter dem Pseudonym Momos. Das Momos ist der altgriechische Gott des Tadels. Das nur kurz dazu. Der Autor, Professor Walter Jens, ist Professor für klassische Philologie und allgemeine Rhetorik in Tübingen. Einmal. Er ist zweitens Schriftsteller, drittens selbst Funk- und Fernsehautor und eben Fernsehkritiker. Und diese Gelegenheit scheint mir eben sehr günstig zu sein, den Fernsehkritiker mit denen zu konfrontieren, denen gegenüberzustellen, die er vertritt, für die er spricht, nämlich das Publikum. Ich würde also für diese Sendung zwei Fragenkreise vorschlagen. Einmal, den ersten haben wir schon angesprochen, die Fragen an Professor Jens: Ist das Fernsehen seiner Meinung nach so, wie es sein sollte? Es ist es nicht, es klang schon an. Wie sollte es sein? Wie sollte es besser, richtiger, anders sein? Dazu der zweite Fragenkreis, die Frage an Sie, meine Damen und Herren: Ist das Publikum Ihrer Meinung nach so? Ist das Fernsehen Ihrer Meinung nach so, wie es sein sollte? Wie könnte es anders und besser sein? Ich bitte Sie also, sich an dieser Sendung zu beteiligen, mit Fragen an den Autor und mit Meinungsäußerungen zum Thema Fernsehen. Sie können das, die meisten von Ihnen wissen, das tun, indem Sie uns hier anrufen. Die direkte Nummer unseres Studios ist 60 26 26 und wenn Sie nicht in Saarbrücken wohnen, dazu die Vorwahl 0681. Die Nummer noch einmal: 0681, die Vorwahl von Saarbrücken, die Nummer unseres Studios 60 26 26. Ein möglicher zusätzlicher aktueller Anreiz für solche Anrufe und Meinungsäußerungen ist vielleicht die Änderung des Programmschemas des zweiten deutschen Fernsehens, die morgen in Kraft tritt und deren auffälligstes Merkmal die Vorverlegung der Nachrichtensendung heute auf 19 Uhr ist. Darauf werden wir sicherlich auch noch zu sprechen kommen. Sehen Sie, auch die Fernsehmacher, da schleicht sich eine immer stärkere Ängstlichkeit ein. Man sagt, oh, das ist unbequem, das kriege ich nicht durch, das gibt Ärger. Können wir nicht was anderes machen? Vielleicht kriegt er diese Sendung sehr wohl durch, aber die Frage der Vorzensur, dass die Redakteure schon sagen, lassen Sie das lieber nicht, Rosa Luxemburg, ach nicht. Und da sage ich, nicht wahr, auf dem Boden des Aalner-Programms ist da ja sehr viel möglich. Ich habe zwei Seelen in meiner Brust, muss ich gestehen. Die Hörerfragen sind so interessant und reißen jeweils so verschiedene und weitreichende Komplexe an, dass ich mit großem Vergnügen darüber weiter sprechen würde. Ich auch. Aber wir sollten tatsächlich den ankommenden Anrufen die größere Chance geben. Im Moment ist es bei der Frage lassen und bei Ihrer Reaktion. Ja. Hören wir deshalb bitte die nächsten beiden Anrufe. Ja. Die ganzen letzten Monate wurde über die Sendung Sesamstraße diskutiert, ja? Und jetzt wurde sie endlich auch für uns im Südwesten freigegeben.
alles gut und schön, aber die Stunde, die ist doch wirklich deplatziert. Um 9 Uhr morgens sind die Kinder im Kindergarten oder in der Schule. Warum holt man immer so unglückliche Zeiten für die Kindersendungen? Es ist bekannt, dass auf verschiedene Sendungen die Zuschauer, also entgegen wie es hier eigentlich behauptet wurde, sehr schnell reagieren. Sie rufen doch den Sender an und machen ihrem Ärger deutlich Luft. Doch was tut man am Sender selbst? Er macht so, als ob die Fernsehverantwortlichen den Anruf interessieren würde. Dann hatte ich vor wenigen Tagen Gelegenheit, in einem Seminar einer der Verantwortlichen der ARD für die Fernsehanrufe kennenzulernen. Ich sprach ihn, es war in gemütlicher Runde, auf das Thema Höreranrufe an. Ich war über seine Antwort bestürzt, denn er sagte mir, wir hören uns das wohl an. Das heißt, wir ist eigentlich schon so viel gesagt, meistens ist es eine untergeordnete Bürokraft, die die Gespräche abnimmt. Aber er sagte dann weiter, ernst nehmen tun wir die Anrufe sowieso nicht, denn meist sind es doch Querulanten, die hier anrufen. Und dass diese Leute mit einem verantwortlichen Redakteur oder gar mit dem Leiter der Sendung selbst verbunden würden, das käme sowieso nicht in Frage. Und hier beginnt doch die Manipulation, das Fehlen jeder Rücksicht auf den oft zitierten kleinen Mann. Es wird doch äußerst unmöglich gemacht, Einfluss zu nehmen, einfach weil es die Verantwortlichen nicht wollen. Und hier sollte man die verantwortlichen Herren, und deshalb begrüße ich diese Diskussion, anprangern und zwingen, den kleinen Mann anzuhören und über die Anrufe, die an den Sender kommen, Rechenschaft abzulegen. Ganz kurz zur ersten Frage. Ich stimme überein. Der Zeitpunkt für die Sesamstraße ist ganz unbrauchbar. Sehr viele Zeitpunkte gleich in dieses Thema hineinspringen. Mit einer Frage an den Autor, die der Titel des Buches nahelegt. Was sind denn, Herr Professor Jens, die Tabus des Fernsehens? Herr Lüsing, wenn einer Kenner des Stierkampfes ist, dann weiß er, in dem Augenblick, wo der Stier näher tritt, da geht der Torero in den Schatten der Barriere zurück, um etwas Atem zu holen. So tue auch ich es und beantworte Ihre Frage, mich absichernd, mit einem Zitat von Jürgen Habermas. Habermas hat gesagt, die praktisch folgenreichen Fragen sind der öffentlichen Diskussion weithin entzogen. Und diese Fragen beginnen bei der Grundlage des Systems, der privaten Form von Kapitalverwertung, und sie betreffen die Prioritäten im Etat. Sie reichen über folgenreichen Investitionen für Forschung und Planung, beispielsweise bis zum Eherecht. All diese Fragen stehen nicht zur Diskussion. Kurz von mir aus geantwortet. Tabu ist unsere gesellschaftliche Wirklichkeit, in der immer kleinere Gruppen immer mehr Macht ausüben, den Markt längst außer Kraft gesetzt haben. Tabu ist eine Welt, die in bestimmende und bestimmte Faktoren, die aus diesen bestimmenden und bestimmten Faktoren besteht. Tabu sind alle Zusammenhänge, die zum Beispiel dem Mann am Fließband die Welt, der sich gegenüber sieht, verständlicher machen können. Im Gegenteil, das Fernsehen fördert das isolierte Wahrnehmen. Da tauchen alle Gruppen auf, die Sportler oder die Homosexuellen oder die Frauen oder die Politiker. Aber dass hier Zusammenhänge bestehen, dass es ein Oben und Unten gibt, bestimmend und bestimmt werden, das wird nicht deutlich. Ich würde sagen, die Welt, so wie sie gemacht und geworden ist, unsere Klassengesellschaft, das klingt sehr radikal, aber das ist nur gedacht im Sinne des Ahlener Programms der CDU, unsere Klassengesellschaft, die ist tabu. Ein einziges Beispiel dafür, atemlos starrt der Betrachter am Bildschirm auf die großen Auseinandersetzungen im Bundestag. Und in Wahrheit ist das, was hier im Augenblick scheinbar entschieden wird, ja längst vorentschieden. Paragraph 23 der gemeinsamen Geschäftsordnung des Bundestags regelt das Zusammenspiel zwischen den Interessenverbänden und der Ministerialbürokratie. Das ist entschieden und das Parlament segnet nur noch ab. Das aber eben zeigt das Fernsehen nicht. Also Antwort, unsere gesellschaftliche Wirklichkeit ist tabu.
Ich möchte da doch noch einmal nachfragen, Herr Professor Jens. Ich glaube, ich verstehe es zum Teil, wenn Sie sagen, die Zusammenhänge. Personalisiert, ganz klar gemacht. Aber Sie werden eben nicht klar. Und sagen die Fernsehmacher, ja, wenn wir die Widersprüche belassen würden, dann würden wir die Leute unsicher machen. Da frage ich mich, das ist doch nun wirklich eine Entmündigung. Sollten die Leute sich nicht über diese Widersprüche auch Gedanken machen? Das heißt, wie kommen Nachrichten herein? Was sind das für Nachrichten? Wie werden die ausgewählt? Unter welchen Aspekten? Wie werden sie mitgeteilt? All das weiß man ja nicht. Und das kann man im Laufe solcher Sendungen durchaus plausibel machen, glaube ich. Also die Art der Entstehung einer solchen Nachrichtensendung sollte, wie es mit dem Modewort heißt, transparent gemacht werden. Und die Auswahl der Nachrichten sollte eine andere sein. Ja, ich meine, man kann nicht jeden Abend sagen, also wir haben 7000 Meldungen, davon wurde das ausgesucht. Das wäre selbstverständlich paradox. Aber dass von Zeit zu Zeit immer mal in exemplarischen Sendungen sichtbar zu machen und auch zu zeigen, wessen Interesse dienen denn etwa diese Nachrichten, das wäre, glaube ich, wichtig. Sehen Sie mal, so wie die Tagesschau oder wie die Sendung heute aufgebaut wird, hat man den Eindruck, das sind unantastbare Gegebenheiten, daran kann man gar nichts machen. Diese Nachrichten sind poliert. Da wird selbst das Allerprovozierendste als ganz normal geschildert. Und nun die Erschießung in Chile, abschließend das Wetter. Das ist nun einmal so, das müsst ihr so hinnehmen. Dass das gemacht ist, dass das zu bearbeiten ist, dass das veränderbar ist, diese Perspektive kommt in keinem Augenblick heraus. Die Frage, die mich jetzt in diesem Moment am meisten interessieren würde, ist das Publikum ihrer Meinung? Und ich würde mich sehr freuen, wenn entsprechende Anrufe und Meinungsäußerungen kommen würden. Ich habe nämlich den Verdacht, dass im Zuge der Zeit, wie sie sich entwickelt hat, diese fertigen, vorgekaut ist vielleicht ein bisschen zu stark, diese leicht konsumierbaren auch Nachrichten eigentlich das sind, was das Publikum mehr haben möchte, als Widersprüche, als die Anstrengung, sich zwischen, sagen wir, 3, 4 verschiedenen Meldungen zu einem und demselben Thema entscheiden zu müssen und die gegeneinander abwägen zu müssen. Ja, Herr Lüsing, ich wehre mich auch gegen den Standpunkt, dieses will das Publikum. Man kann natürlich einem Publikum, das ja keine konforme Masse ist, nicht wahr, sondern das aus Angehörigen sehr verschiedener Klassen und Schichten besteht, man kann einem Publikum so lange Gift als Zucker verabreichen, dass es am Ende sagt, nicht wahr, wir wollen unseren Zucker weiterhaben. Dafür gibt es durchaus Beispiele. Aber ich glaube, das ist schon die Aufgabe gerade der großen Massenmedien, eben auch an ein Publikum zu appellieren, das, glaube ich, auf diese aufklärerischen Tendenzen sehr positiv antworten würde. Dafür gibt es ja eine ganze Reihe von Beispielen. Sehen Sie mal, frischer sein als, sagen wir, ein modisch zubereiteter Bericht über die gesellschaftliche Lage der Frau. Das ist ja eine ganz große Unsitte, die da eingerissen ist. Man gibt etwas als gesellschaftskritisch aus, was es gar nicht so ist. Also man schildert das Los der Arbeiter in der Fabrik. Es werden 6 Arbeiter befragt. Die werden sehr hübsch gefilmt, nicht wahr, mit ihren Neckermann oder Quelle Möbeln und auch auf dem Weg zur Arbeit im Kleinwagen oder in der S-Bahn. Und da wird ein bisschen Atmosphäre im Betrieb gezaubert und all diese Stücke der Liebe zu Haus oder der Liebe in der Bahn oder der Liebe am Sonntag am Fußballplatz, die sind austauschbar und die könnten auch in einen Film über die geschiedene Frau oder in einen Film über die Homosexuellen hineinpassen. Also das, glaube ich, kommt drauf an. Ja. Generell würde ich, darf ich den Satz noch dazu sagen, generell würde ich der Hörerin recht geben, die wichtigsten Sendungen kommen eben nicht im Hauptprogramm abends, die wichtigsten Sendungen, die wirklich zur Erkenntnis der Zusammenhänge, von denen ich anfangs sprach, verhelfen könnten, sondern kommen zu einer Zeit, in der, wie wir wissen, etwa zwischen 1% und 3% noch am Bildschirm sitzen. Und das finde ich eine Ungeheuerlichkeit. Man muss sich vorstellen, wann steht ein Arzt auf, der operiert? Wann steht der Kumpel auf? Wann steht eine Hausfrau auf? Die Schule beginnt 7.30 Uhr, das heißt also 5:45 Uhr, muss sie spätestens aufstehen. Sie ist einfach nicht in der Lage, einen Film wie Wintersoldaten der ergreifendsten Form, etwa das Treiben der Amerikaner in Vietnam geschildert hat, mit anzusehen. Sie ist nicht in der Lage, höchst informative Berichte, etwa die von Dagobert Lindlau, mit anzuschauen, die sich mit dem Bruch eines Zentraltabus, nämlich
dem Tabu des Gehirns beschäftigen, nicht wahr? Herz operieren, das ist ja nicht rühren ein Tabu, aber das Gehirn zu operieren. Also das glaube ich schon. Und die letzte Frage, was die darf ich noch mal dazwischen, entschuldigen Sie? Aber die ganz schlichte Frage ist doch die nach dem Maßstab solcher Wichtigkeit. Sie sagen, die Sendungen, die Sie eben genannt haben, etwa Wintersoldaten oder Sendungen über Bildungsprobleme, sind wichtige Sendungen, sind wichtiger als etwa ein Film Wiener Mädeln. Die Hörerin ist offensichtlich der gleichen Meinung. Aber wenn ein solcher Film da ist, wenn viele Unterhaltungsprogramme da sind, dann sind die doch nicht einfach so da, sondern sie sind deshalb da, weil das Bedürfnis danach da ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass jemand, der in dem Arbeitsprozess steckt, Tag für Tag, es ist ein altbekanntes Argument, eben nicht diese Sendung sehen will, die Sie und die Hörerin als wichtig bezeichnen, sondern das, was man generell Unterhaltung nennt. Ja, das würde ich in gar keiner Weise bestreiten. Und ich würde also niemals ein Programm machen, nicht wahr, was jetzt sozusagen ab 8 wird hier belehrt und ab 8 wird's gebildet. Und ab 8 kommt Cis-Moll, austauschbar, und die könnten auch in einen Film über die geschiedene Frau oder in einen Film über die Homosexuellen hineinpassen. Also das, glaube ich, kommt drauf an. Ja. Generell würde ich, darf ich einen Satz dazu sagen, generell würde ich der Hörerin recht geben, die wichtigsten Sendungen kommen eben nicht im Hauptprogramm abends, die wichtigsten Sendungen, die wirklich zur Erkenntnis der Zusammenhänge, von denen ich anfangs sprach, verhelfen könnten, sondern kommen zu einer Zeit, in der, wie wir wissen, etwa zwischen 1-3% noch am Bildschirm sitzen. Und das finde ich eine Ungeheuerlichkeit. Man muss sich vorstellen, wann steht ein Arzt auf, der operiert? Wann steht der Kumpel auf? Wann steht eine Hausfrau auf? Die Schule beginnt 7.30 Uhr, das heißt also 5:45 Uhr, muss sie spätestens aufstehen. Sie ist einfach nicht in der Lage, einen Film wie Wintersoldaten der ergreifendsten Form, etwa das Treiben der Amerikaner in Vietnam geschildert hat, mit anzusehen. Sie ist nicht in der Lage, höchst informative Berichte, etwa die von Dagobert Lindlau, mit anzuschauen, die sich mit dem Bruch eines Zentraltabus, nämlich dem Tabu des Gehirns, beschäftigen. Nicht wahr? Herz operieren, das ist ja nicht rühren ein Tabu, aber das Gehirn zu operieren. Also das glaube ich schon. Und die letzte Frage. Darf ich noch mal dazwischen, entschuldigen Sie? Aber die ganz schlichte Frage ist doch die nach dem Maßstab solcher Wichtigkeit. Sie sagen, die Sendungen, die Sie eben genannt haben, etwa Wintersoldaten oder Sendungen über Bildungsprobleme, sind wichtige Sendungen, sind wichtiger als etwa ein Film Wiener Mädeln. Die Hörerin ist offensichtlich der gleichen Meinung. Aber wenn ein solcher Film da ist, wenn viele Unterhaltungsprogramme da sind, dann sind die doch nicht einfach so da, sondern sie sind deshalb da, weil das Bedürfnis danach da ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass jemand, der in dem Arbeitsprozess steckt, Tag für Tag, es ist ein altbekanntes Argument, eben nicht diese Sendung sehen will, die Sie und die Hörerin als wichtig bezeichnen, sondern das, was man generell Unterhaltung nennt. Ja, das würde ich in gar keiner Weise bestreiten. Und ich würde also niemals ein Programm machen, nicht wahr, was jetzt sozusagen ab 8 wird hier belehrt und ab 8 wird's gebildet und ab 8 kommt Cis-Moll, sondern man kann ja in Brechtscher Weise lehrend unterhalten, man kann unterhaltsam lehren. Also das Unterhaltliche, wir werden da vielleicht im Laufe der Sendung drauf kommen, auf eine neue Qualitätsebene zu heben. Das wäre etwas, was mir durchaus, also nur zu sehr aus dem Herzen gesprochen wäre. Also ich sage nicht hier puristisch etwa, ich war hier so ein Puritaner, der sagt, raus mit allem, was hier freundlich und unterhaltsam ist. Nur, sehen Sie, ich erfahre aus der Zeitung, wieso Schlagerwettbewerbe von der Industrie vorprogrammiert wird. Nicht? Also, dass es in Wahrheit ein Kampf der Schallplatten. Man kann sicherlich darüber streiten, ob die Zeit 9 Uhr für die Sesamstraße die richtige ist, aber die Sesamstraße wird auch noch am Samstag und Sonntag um 6:30 ausgestrahlt. Das vielleicht kurz dazu. Richtig. Zum anderen kann ich mir nicht vorstellen, dass Fernsehverantwortliche tatsächlich auf diese verächtliche und nachlässige Weise auf Hörerreaktionen reagieren. Ich bin kein Fernsehjournalist, aber wir als Hörfunkjournalisten, das kann ich von uns mit Sicherheit sagen, sind froh über jegliche Kritik, die uns erreicht, wenn sie sachlich ist natürlich, und kriegen fast zu wenig davon. Aber auch darauf sollten wir nicht weiter aufgehen, sondern gleich die nächste... Ja. Nein, Entschuldigung, ich soll darauf hinweisen, sagt mir die Regie, dass die
die Hörer bitte nicht mehr anrufen sollen. Wir haben noch 10 oder 12 Anrufe vorliegen, die wir mit Sicherheit nicht alle mehr einspeisen können. Also bitte, meine Damen und Herren, rufen Sie nicht mehr an. Wir werden schauen, dass wir noch möglichst viele Anrufe unterbringen können. Ich antworte nicht so einen Satz. Bitte die nächsten beiden Anrufe. In einer der letzten Sendungen stellte ich die Frage nach den Auswirkungen von Gewaltdarstellungen im Fernsehen auf die Zuschauer. Ich möchte diese Frage heute auch Herrn Professor Jens stellen. Das Fernsehen hat meiner Ansicht nach ja nicht ausschließlich belehrende und informative Funktion, sondern auch unterhaltende Funktion. Und warum soll nicht zu einer Zeit, in der ein Großteil der Hörerschaft und Zuschauerschaft da ist und aufnahmefähig ist oder auch ermüdet ist an einem Samstagabend, warum soll nicht zu dieser Zeit eine Sendung laufen, die einfach nur Spaß macht? Es muss ja nicht alles sozialkritisch und belehrend und informativ sein. Es kann ja auch etwas einfach mal nur Freude machen. Solche Sendungen sind ohnehin selten im Fernsehen. Allerdings schlecht ist es, dass zwei gleichartige Sendungen zur gleichen Zeit nebeneinander laufen. Da müsste eine bessere Information sein oder eine bessere Koordination der Fernsehanstalten untereinander. Oder die Sendungen müssten später in anderen Programmen ausgetauscht werden, was ja auch die Programmgestaltung erheblich verbilligen würde. Brutalisierung der Kinder zum Beispiel im Fernsehen, da hat die Wissenschaft, glaube ich, klar erkannt, derjenige, der eine Sendung sieht, in der das Messer gezogen wird, greift nicht selbst zum Messer. Aber es schleifen sich eben die Muster ein, die hier Mal für Mal wiederholt werden. Das heißt, das Grundmuster, Konflikte lassen sich durch Gewalt regeln. Nicht durch Überzeugung, nicht durch Diskussion, nicht durch einen Austrag, sagen wir einmal demokratischer Art, sondern durch Gewalt. Und dieses Grundmuster, regle durch Brutalität Konflikte, das schleift sich ein und darin liegt die Gefahr. Zweitens, ich muss immer wieder darauf hinweisen, ich kann den Unterschied zwischen Belehrung und Information auf der einen und Unterhaltung auf der anderen Seite nicht anerkennen. Ich glaube, dass es sehr viele Sendungen gibt, die Spaß machen und die trotzdem ein Höchstmaß... Sie sagen, die Sendungen, die Sie eben genannt haben, etwa Wintersoldaten oder Sendungen über Bildungsprobleme, sind wichtige Sendungen, sind wichtiger als etwa ein Film Wiener Mädeln. Die Hörerin ist offensichtlich der gleichen Meinung. Aber wenn ein solcher Film da ist, wenn viele Unterhaltungsprogramme da sind, dann sind die doch nicht einfach so da, sondern sie sind deshalb da, weil das Bedürfnis danach da ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass jemand, der in dem Arbeitsprozess steckt, Tag für Tag, es ist ein altbekanntes Argument, eben nicht diese Sendung sehen will, die Sie und die Hörerin als wichtig bezeichnen, sondern das, was man generell Unterhaltung nennt. Ja, das würde ich in gar keiner Weise bestreiten. Und ich würde also niemals ein Programm machen, nicht wahr, was jetzt sozusagen ab 8 wird hier belehrt und ab 8 wird's gebildet und ab 8 kommt Cis-Moll. Sondern man kann ja in brechtscher Weise lehrend unterhalten, man kann unterhaltsam lehren. Also das Unterhaltliche, wir werden da vielleicht im Laufe der Sendung drauf kommen, auf eine neue Qualitätsebene zu heben. Das wäre etwas, was mir durchaus, also nur zu sehr aus dem Herzen gesprochen wäre. Also ich sage nicht hier puristisch etwa, nicht wahr, hier so ein Puritaner, der sagt, raus mit allem, was hier freundlich und unterhaltsam ist, nicht wahr. Nur, sehen Sie, ich erfahre aus der Zeitung, wieso Schlagerwettbewerbe von der Industrie vorprogrammiert wird. Nicht? Also, dass es in Wahrheit ein Kampf der Schallplattenindustrien ist und welche Firmen hier Monopole haben. Gut, die Schlagersendung höre ich mir gerne an. Warum nicht, nicht wahr, hier Peggy March und Katja Epstein? Aber eingestreut eine Information, Herr Lösing, die und die Firma hat den und den Prozentanteil am deutschen Schallplattenmarkt. Sie ist auch in dieser Sendung mit 70% vertreten. Das würde ich nur dazu sagen. Genauso Chile und dann ein Nebensatz, die Kupferpreise an den Börsen gewaltig gestiegen. Verstehen Sie, was ich meine? Ja, ich verstehe Sie sehr gut. Also nur darum geht es, damit er plötzlich merkt, da brauchst du nicht unbedingt die Frankfurter Rundschau zu lesen, denn dann weißt du, aha, hier geht es um die und die Wettkämpfe und hier hat die BASF folgendes Interesse daran. Nur das meine ich. Zu den Widerstandsnestern nur ein Wort, da stimme ich der Hörerin ganz und gar zu. Indem ich sage Widerstandsnester, begebe ich mich sprachlich auf die Ebene derjenigen, die die Demokratie in Chile vertrieben haben, argumentiere ich also aus der Sichtweise
des Herrn Löwenthal heraus und erkläre die Absetzung der Demokratie für legitim. Das ist ein weites Feld, über das viel zu sagen wäre. Jede sprachliche Formel bei uns hier im Hörfunk und im Fernsehen beinhaltet bereits eine bestimmte Sicht der Welt. Wenn ich Arbeitnehmer und Arbeitgeber sage,